Ja, wir sind hier jetzt in der Ausstellungshalle zu der Ausstellung Außerordentlich und Obszön, Rolf-Dieter Brinkmann und die Popliteratur. Die Ausstellung ist hier in einem Kunsthaus Rhenania. Wir sind hier im Keller, das ist eine alte Mühle. Und die Betonarchitektur ist ein, wie wir finden, interessanter Reflex auf das Werk von Brinkmann. Und die Hassliebe, die ihn zu seiner Stadt Köln verbunden hat, kommt hier eigentlich auch durch die Architektur, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck. Und was wir jetzt hier sehen, diese Rondelle, das ist ein posthum veröffentlichtes Werk von ihm, das heißt Schnitte. Das ist Anfang der 70er Jahre entstanden in Rom, hier mit diesem Titelblatt. Und es zeigt eigentlich ganz schön den Weg, den Brinkmann gegangen ist, von der klassischen Literatur immer mehr zur bildenden Kunst. Wenn man das einfach mal verfolgt, das ganze Buch ist von vorne und von der Rückseite auch zu sehen. Brinkmann verarbeitet hier eigene Texte, aber auch literarische Texte von Goethe, Joseph Conrad und anderen. Aber er verwendet halt auch viel so Postkartenmotive, Pornobildchen und auch klassische Werbemotive. Und dieses gleiche Prinzip von dieser Verwendung von Werbung findet man hier in diesen Arbeiten von der Margret Eicher und den Dieter M. Graef. Dieter M. Graef ist ein Lyriker gewesen, der jahrelang in Köln lebte, jetzt in Berlin ansässig ist. Und die Arbeit entstand im Jahr 2000. Die Margret Eicher hat einfach Werbung von bekannten Marken genommen, namens Gucci, Cartier und anderen, hat im Grunde die Werbetexte herausgeplottet und Dieter M. Graef gebeten, lyrische Texte für vorhandene Werbung hineinzusetzen. Das Ergebnis sehen wir hier. Das sind insgesamt 22 Arbeiten, von denen wir hier 11 zeigen. Das Prinzip, das Bauprinzip ist also ganz ähnlich, wie Brinkmann das 25 Jahre zuvor in Rom angewendet hat. Und das zeigt eigentlich diese Montagetechnik, wie diese Ausstellung auch insgesamt funktioniert, dass es nicht nur darum geht, eine klassische Literaturausstellung zu zeigen, sondern im Grunde bringt man in den Fokus zu nehmen als bildenden Künstler, als jemand, der beeinflusst ist von Politik, von Sex, von Drogenkultur, von Rockmusik, von Avantgarde-Film. Und dieses Schnittprinzip führen wir gleich fort, weil dann kommt quasi in den nächsten Räumen zwei Rückblenden. Wir sind jetzt hier in dem Raum, wo ein bisschen von den Vorbildern von William S. Burroughs, von Brinkmann beschrieben wird, nämlich die Beat Generation, speziell William S. Burroughs. Wir sehen hier einige Plakatbanner. Dieses Foto zeigt zum Beispiel den alten William S. Burroughs mit dem Regisseur David Cronenberg. Sein Hauptwerk Naked Lunch von Burroughs ist ja von Cronenberg verfilmt worden. Und auf der Wand gegenüber hier ein Foto aus den späten 50er Jahren oder etwa 1960 im Garten von Powell Bowles, dem Schriftsteller aus Amerika, mit ein paar Vertretern der Beat Generation. Man sieht dort hier Allen Ginsberg zum Beispiel, ein bekannter Lyriker. Das ist Powell Bowles hier. Burroughs ist hier zu sehen. Gregory Corso ist auch ein amerikanischer Beatdichter. Peter Orlovsky ist der Geliebte von Allen Ginsberg und auch Lyriker gewesen. Hier rechts die Figur relativ unbekannt, aber für Burroughs sehr wichtig. Ian Somerville, der hat ein Halluzinationsgerät entwickelt namens Dream Machine. Diese Leute haben ja sehr viel auch Experimente mit Drogen gemacht und das war ein Gerät mit halluzinogener Wirkung, ohne Drogen zu nehmen. Das ist ganz einfach zu konstruieren. Das ist ein Pappzylinder, der mit Löchern versehen wird, der läuft auf einem rotierenden Schallplattenspieler mit 78 Umdrehungen. Früher gab es ja noch Schellackplatten, die hatten ja noch eine schnellere Geschwindigkeit. Und da hing dann eine 100-Watt-Birne drin. Und durch diese Schlitze kamen dann Lichtblitze hinaus. Und man saß eigentlich, sitzt dann davor mit geschlossenen Augen. Und diese Lichtblitze kommen dann hier auf die, treffen dann die Augen. Und diese Blitze korrespondieren mit den Alphawellen im Gehirn. Und wir haben so einen Nachbau von diesem Gerät, das funktioniert auch tatsächlich. Man sieht also wirklich halt so verschiedene Muster und Patterns. Und das ist meistens in Ausstellungen immer ein guter Running Gag, weil die Leute immer gern davor sitzen und jeder erzählt, was er gerade sieht. Also es funktioniert tatsächlich und ist absolut auch nicht gesundheitsschädlich. Hier sieht man noch ein paar
Bücher dieser literarischen Bewegung. Die Beat Generation war ja die erste Literaturbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die im Grunde gegen die Moralvorstellungen des American Way of Life verstieß. Und die wichtigsten Vertreter sind halt Jack Kerouac, Burroughs und Allen Ginsberg. Hier sind so ein paar frühe Ausgaben aus den 50er und 60er Jahren zu sehen. Hier sehen wir ein paar weitere Fotos zu William S. Burroughs. Wichtig ist vielleicht noch zu bemerken, der lebte ja jahrzehntelang nicht in Amerika, durfte dort auch nicht publiziert werden. Viele Literaten sind damals ja nach Nordafrika oder Paris gegangen, weil da gab es einen wagemutigen Verleger namens Maurice Girodias, der die Olympia Press leitete. Das war im Grunde ein Pornoverlag, der so kleine erotische Literatur in Taschenbuchformat für amerikanische Soldaten produziert. Aber eine ganze Reihe von Literaten wie Henry Miller, Beckett, Nabucco, Don Levy, Burroughs, die wurden da praktisch als erste verlegt. Insofern sind da durchaus Werke der Weltliteratur ediert worden. Hier sieht man zum Beispiel das erste Buch von Burroughs, was publiziert wurde, ist Naked Lunch. Das auch gilt als sein Hauptwerk. Das ist tatsächlich in so einer kleinen Taschenbuchausgabe herausgekommen, mit so Zeichnungen von seinem Freund Brian Geisin. Brian Geisin war Maler und war sicherlich der wichtige Impulsgeber, dass Burroughs auch diese traditionellen Formen der Literatur überwand und dann sich immer mehr den Bereichen so der visuellen Künste hingegeben hat. Das sieht man hier zum Beispiel an diesem Autograph von dem Brian Geisin. Das entwickelt sich von einer normalen Schrift immer mehr zu so einer kalligraphischen Typografie, wo es dann eigentlich nur noch um visuelle Gestaltung geht. Burroughs hat das aufgegriffen und dann selber solche collagenartigen Bücher entwickelt, wie wir sie später bei Brinkmann kennen, Schnitte. Hier ist eine Arbeit dann von Burroughs, die etwa 15 Jahre früher als Schnitte entstanden ist, also Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Das war drucktechnisch damals noch nicht zu realisieren und wurde dann erst in den 70er Jahren in so einer kleinen Auflage von 30 Exemplaren gedruckt. Dann kann man vielleicht hier nochmal auf zwei Fotos verweisen. Hier sieht man Burroughs mit Brian Geisin, der in diesem Kaftan aus Marokko angetan ist. Brian Geisin war, wie gesagt, Maler und von Brian Geisin kommt eben die wichtige literarische Methode des Cut-Up, also das Auseinanderschneiden und Neumontieren vorhandener literarischer Teile zu einem neuen Ganzen. Das ist eigentlich eine Methode, die in der bildenden Kunst spätestens mit Dada und den Surrealisten, also den Montage- und Collage-technisch, gab es schon seit Jahrzehnten, aber in der Literatur war das Ende der 50er Jahre in der Tat wirklich Neuland. Brinkmann ist Anfang der 60er Jahre nach Köln gekommen. Er ist ja gelernter Buchhändler und wollte hier in Köln als Schriftsteller auch wirklich Fuß fassen. Was wir hier an der Wand sehen, ist der junge, tendenziell erfolgreiche Autor Rolf-Dieter Brinkmann. Das ist eine Fotoserie von der Brigitte Friedrich, die heute eine der bekanntesten Literaturfotografinnen Deutschlands ist und mittlerweile über 600 Literaten auch fotografisch festgehalten hat. Das ist eine ihrer ersten größeren Auftragsarbeiten. Es zeigt Rolf-Dieter Brinkmann auf der Engelbertstraße hier in der Kölner Stadtmitte. Auch auf einigen Aufnahmen ist auch seine Frau Marleen zu erkennen. Und wer sich mit Brinkmann ein bisschen befasst hat, wundert sich, dass der junge Mann da relativ nett, sympathisch auch daherkommt, also mit einem etwas spitzbübischen Lächeln und auch durchaus sehr liebevoll mit seiner Frau auch umgeht. Und ich mache jetzt auf zwei, drei Dinge vielleicht aufmerksam. Das ist vor allen Dingen dieses Hemd, was Brinkmann hier trägt, das häufiger auch in seinen Schriften erwähnt wird, hatte er wohl in London erworben, aus der Carnaby Street. Also London galt ja damals auch ein bisschen als Zentrum der Jugendkultur. Swinging London war ja ein bekannter Begriff da. Und dieses Hemd, was Brinkmann hier trägt, taucht auch auf diesem Gemälde auf. Und dieses Gemälde stammt von seinem Freund Henning John von Freyend. Das ist ein Maler gewesen, der auch nach dieser Popphase auch mit Brinkmann freundschaftlich verbunden war. Und zu diesem Bild gibt es auch eine Anekdote.
Dieses Bild existiert in zwei Versionen. Das hatte der Verleger Jörg Schröder, der Gründer des Merz Verlags, von Henning John von Freyend gekauft. Brinkmann war damals sehr interessiert an diesem neuen Verlag, Merz Verlag, mit diesen berühmten gelben Büchern. Man wollte unbedingt auch bei Jörg Schröder landen. Und man kam dann auch in Kontakt und publizierte dort auch diese berühmte Anthologie Acid, mit der Brinkmann und Rigola ja 1969 auch bekannt geworden sind. Der Verleger kaufte das Bild von Henning John von Freyend, aber wie das häufig war in der Vita von Rolf-Dieter Brinkmann, gab es dann ein Zerwürfnis mit dem Verleger und Brinkmann wollte partout, dass dieses Bild, was sein Hemd zeigt, also wieder zurückkommt. Und das wollte der Herr Schröder natürlich nicht, schließlich hatte er 1000 Mark dafür bezahlt. Unter einem Vorwand wurde dann der Henning John von Freyend nach Frankfurt geschickt und gesagt, du bist mein Freund Henning, du musst sehen, dass das Bild wieder zurück. Das geht nicht, dass dieser Schröder das Bild behält. Und der Henning hat dann unter einem Vorwand, der Schröder war damals nicht in seinem Verlagsbüro, der Sekretärin das Bild wieder abgequatscht und mit dem Hinweis, es müssen neu gefirnisst werden, wie auch immer. Schröder kam von seiner Reise zurück und merkt, das Bild war nicht mehr da. Und rief dann Henning John von Freyend an und der musste dann kleinlaut auch zugestehen, er hätte das Bild ja auch nicht mehr. Und dann war Schröder schon sehr bald klar, das muss wieder bei Rolf-Dieter Brinkmann gelandet sein. Und Schröder sagte dann, ich möchte auf jeden Fall das Bild haben und wenn du das jetzt nicht mir wieder besorgst, dann musst du mir ein neues malen. Und das ist quasi die zweite Version dieses Bildes, die aus der Sammlung von Jörg Schröder ist und die andere Version ist im Besitz von der Marleen Brinkmann. Also Brinkmann kam, wie gesagt, Anfang der 60er Jahre nach Köln und versuchte sich dort als Schriftsteller zu etablieren und kam recht schnell auch in den Kontakt Kiepenheuer und Witsch. Damals war der Dieter Wellershoff, ein sehr bekannter Kölner Literat, Lektor. Brinkmann hatte zuvor erst ein Gedichtband veröffentlicht, quasi im Privatdruck, dieser Band, ihr nennt es Sprache. Wellershoff mochte aber Brinkmann vor allen Dingen nicht als Lyriker, sondern als Prosa-Schriftsteller und veröffentlichte einige Arbeiten von ihm. Es ist ganz bemerkenswert, dass Kiepenheuer diese frühen literarischen, lyrischen Versuche abgelehnt hat. Brinkmann zog daraus die Konsequenz, dass die ersten Lyrikbände bei ganz kleinen Pressendrucken erscheinen konnten. Die Auflagen stehen hier zum Teil daneben, das sind teilweise nur 60 Exemplare oder 200 Exemplare. Und das ist einer der Gründe, warum die frühen Brinkmann-Bücher in bestimmten Kreisen halt sehr hoch gehandelt werden und äußerst selten sind. Dieses Exemplar hier ist ein Widmungsexemplar, das er Jörg Schröder geschenkt hatte. Das ist datiert mit einer Collage von Brinkmann aus dem Jahr 1967. Schröder war damals ein großes Vorbild hier für Brinkmann aufgrund seiner verlegerischen Tätigkeit. Die beiden kannten sich schon seit Anfang der 60er Jahre, weil Jörg Schröder in Köln Pressesprecher von Kiepenheuer und Witsch war. Und er wurde dann 1966 Verlagsleiter des Melzer Verlages. Der Melzer Verlag war eigentlich ein auf Judaika spezialisierter Verlag. Als Schröder den quasi übernahm, hatte das Programm radikal geändert und dezidiert auf diesen neuen amerikanischen Underground ausgerichtet. Und das kriegte natürlich Brinkmann mit und wollte unbedingt auch mit Schröder zusammenarbeiten. Und deswegen hat er wahrscheinlich ihm schon hier diese Collage mal geschenkt, weil er wollte, ich möchte nicht nur bei Kiepenheuer veröffentlichen, sondern halt auch bei Melzer Verlag. Was man aber hier sieht, sind eigentlich, dass diese Bücher tendenziell von der ästhetischen Gestaltung, sieht man jetzt mal von dieser zusätzlich eingeklebten Collage, sehr traditionell gestaltet sind. Brinkmann hatte damals schon ganz massive Auseinandersetzungen mit dem Verlag Kiepenheuer und Witsch um die Einbandgestaltung, die Typografie seiner Bücher. Und ein schönes Beispiel ist dieser Erzählband Erzählung. Da gibt es im Stadtarchiv, kann man auch nachlesen. Erbitterte Auseinandersetzungen mit dem Herrn Dumont, der damals der Geschäftsführer des Verlages war, wo er sich beschwerte, Brinkmann, dass das doch so langweilig gestaltet sei und Mitte der 60er solle man doch gefälligst doch die Bücher auch typografisch etwas im Stil der neuen Zeit
ausrichten und wie das dann aussehen könnte, sehen wir dann in der nächsten Vitrine. Ja, wie man hier schön erkennen kann in der Vitrine, hat sich das Design der Bücher so ab Mitte der 60er Jahre dann doch sehr geändert. Sicherlich auf das massive Drängen von Brinkmann. Man sieht hier ganz deutlich auch viele Einflüsse der amerikanischen Pop-Art. Berühmt geworden ist ja vor allem dieser Collageneinband zu dem Gedichtband Die Piloten, den Brinkmann selbst gestaltet hatte und bis heute der teuerste Einband geblieben ist, den der Verlag Kiepen und Witsch produziert hat. Das war auch ein Buch, was teilweise Comic-Motive verwendete. Daneben gibt es diesen Band Standfotos. Das ist ein sehr aufwendig gedruckter Band in 100 Exemplaren. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Künstler Carolus Lodenkemper. Da sind die Gedichte auf transparenten PVC-Folien gedruckt. Und das war so diese Art, wie Brinkmann eigentlich liebte, neue Wege zu beschreiten, im Grunde die traditionellen literarischen Gattungen hinter sich zu lassen und so auch ein bisschen den Zeitgeist zu spiegeln. Ich dachte vorhin, man wundert sich, wie freundlich er aussieht und wie lieb er mit seiner Frau umgeht. So. Für nicht Zeitgenossen oder nicht Brinkmann-Kenner. Nein, Brinkmann also galt immer so als ausgemachter Wüterich und jemand, der schwierig war im privaten Umgang. Also sagen wir es so einfach formuliert. Das war jetzt. Ja, ob das ein Image war. Ich bin ja jetzt kein Psychologe, aber das kann man in der Literatur oder wenn man Zeitzeugen befragt, immer hört man dieses eigentlich. Und das ist halt eine ungewöhnliche Sequenz, die zeigt ihn recht entspannt, recht gelassen, recht freundlich, sehr. Ne? Sehr zugewandt und es gibt Fotos, die zeigen dann einen ganz anderen Brinkmann. Also was man hier sieht, sind eine Reihe von Fotos eines Polizeieinsatzes am Kölner Neumarkt. Der Neumarkt wurde damals als erste U-Bahn-Station 1968 gebaut. Eine U-Bahn war ja damals etwas ganz radikal Neues, auch für Kölner Verhältnisse. Und damals gab es in Köln eine unabhängige Filmgruppe, die nannte sich X-Queen. Das waren selber Filmemacher, aber teilweise auch Journalisten. Unter anderem war damals die Birgit Hein und der Wilhelm Hein, die sind beides Experimentalfilmemacher dabei. Und deren Anspruch war, dass sie die Filme, die im normalen Kino damals nicht zu sehen waren, nämlich so experimentale und sogenannte Underground-Filme, dass man die im öffentlichen Raum zeigte. Und eine dieser Veranstaltungen fand damals halt bei der U-Bahn-Station im Neumarkt statt, die im Bau sich befand. Da wurden unter anderem damals Lars Brinkmann auch und bei dieser Veranstaltung wurden Filme der Wiener Aktionisten gezeigt. Und das nahm dann die Polizei zum Anlass, diese Veranstaltungen zu besetzen, eine Menge Leute zu verhaften. Der eine oder andere hat dann auch ein paar Blessuren davon getragen. Und das war einer der großen Kunstskandale dieser Stadt, weil diese Aktion, die zur Beschlagnahmung dieser Filme führten, war einer der großen Kunstskandale. Man sieht hier auch ein paar Aufnahmen, wo die Oper beispielsweise besetzt wird. Man sieht halt, wie gesagt, auch Brinkmann mitten innerhalb dieser Protestkundgebung. Und das zeigt eigentlich deutlich, dass das Brinkmann haben wir damals schon auch am Puls der Zeit war. Man sieht hier den berühmten Kulturdezernenten Hackenberg, eine ganz wichtige Figur für die Kölner Kulturgeschichte, der sich dezidiert auch für diese ganzen neuen Entwicklungstendenzen im Kulturbereich massiv eingesetzt hat und dem Köln eine Menge zu verdanken hat, was später, sagen wir, den berühmten Ruf der Stadt Köln als Kulturmetropole begründet hat und einer der wenigen Politiker war, die da auch weitsichtig genug waren, offensiv mit umzugehen. Daneben sind ein paar Leute hier, ich glaube, das ist der Kipp und der Goethe, das sind Leute, die später das SSK gründeten, also Leute, die aus dem Kölner SDS kam. Und das ist der Rolf Wiest hier rechts zu sehen. Das ist auch ein Journalist, der auch zu dieser X-Kring-Gruppe. Als Beispiel für einen dieser experimentalen und Underground-Filme läuft hier ein Film über Velvet Underground, eine Rockband aus New York, mit der Andy Warhol Mitte der 60er Jahre berühmte Multimedia-Shows gemacht hat. Die Schnitttechnik dieses Films sieht heute aus wie so ein Videoclip. Dann sieht man also MTV Viva, die ganze Ästhetik dieser Musikfernsehsendung verdankt sich von der Ästhetik ganz klar dem Experimentalfilm.
der 50er und 60er Jahre. Und wie gesagt, MTV ist ja erst 1982 an den Start gegangen. Solche Art von Filmästhetik war halt in den 60er Jahren, sah man weder im Fernsehen noch sonst auf normalen Leinwänden. Und das war der Grund, warum solche Filmexperimente und öffentliche Vorführstationen wichtig waren. Bringt man, wenn man sein Werk, speziell sein lyrisches Werk durchschaut, ist ja voller Anspielungen auf den Film. Viele Gedichttitel tragen ja auch den Namen von Hollywood-Schönheiten. Er selber hat dann auch angefangen, Filme zu drehen und ganz klar im Stil dieses New American Cinema, dieses amerikanischen Underground-Kinos. Ja, hier sieht man jetzt eine Fotofolge von Jens Hagen. Der hat Brinkmann aufgenommen, wie er mit einer 8mm Kamera auf der Hohe Straße filmt. Und Brinkmann hat sich dann auch in diesen Monaten des Jahres 68 eine Kamera zugelegt, weil er halt auch beeinflusst wurde von diesem neuen amerikanischen Underground-Kino. Und er hat das wie Leute wie Boris auch für sich entdeckt, die dann angefangen, eigene kleine Filme zu produzieren. Die sind manchmal auch in kleinen Kreisen gelaufen, auch auf der Frankfurter Buchmesse 1969, sind aber bis heute unpubliziert geblieben. Es gibt halt so ein paar Leute, die die schon mal gesehen haben, aber im Grunde muss man sich das vorstellen wie klassisches amerikanisches Kino dieser Zeit aus dem Underground. Im Grunde sind das Alltagssituationen, da hat er Partys abgefilmt und andere Situationen. Und das ist durchaus vergleichbar seinen lyrischen Arbeiten in der Zeit, wo es ihm ja unter dem Einfluss der amerikanischen Dichtung ging, auch halt Alltagssituationen literarisch umzusetzen. So ähnlich waren auch eben diese Filme gehalten. Sieht man aber keinen, die erhalten. Ja, die sollen in Berlin sein. Der Herr Bergmann soll die besitzen. Also der Regisseur ist. Genau, aber die, ja. Und wir wollten die auch vorführen, aber er wollte das nicht. Schade. Zwei Fotos und ein Originalplakat thematisieren Brinkmanns Verhältnis, schwieriges Verhältnis zur Politik. Brinkmann ist 1968 anlässlich des Wintersemesters nach dem Erfolg von seinem Roman Keiner weiß mehr an die Universität Köln für eine Lesung eingeladen worden. Das Plakat, das Originalplakat haben wir im Kölner Stadtarchiv gefunden. Das ist ja ein Unikat, ne? Da sieht man so einen Schablonendruck. Stammt aus dem Köln-Archiv, die einen Schwerpunkt linke Kultur haben. Und man sieht das hier auch auf diesen Bildern abgebildet. Das war für Brinkmann eine ganz wichtige Veranstaltung, weil die Veranstaltung ist gesprengt worden von Teilen des SDS. Und zwar waren das teilweise die Leute, die er auch gut kannte, der Kipp und der Goethe und so weiter. Und Brinkmann hat sich ja später in seinen Schriften immer ganz massiv gegen diese sogenannte Studentenbewegung zur Wehr gesetzt und hat die ja sehr kritisch dargestellt und möglicherweise nicht einer der Schlüsse eben in dieser Sprengung dieser Lesung begründet. Es geht zum Beispiel auch, es ist auch bekannt, dass Brinkmann die Konflikte mit seinem Verleger Jörg Schröder deswegen hatten bei Merz, weil Schröder gesagt hat, ich möchte das ganze Spektrum des Zeitgeistes abspielen. Das ist jetzt nicht nur die neue Literatur, das ist jetzt meinetwegen auch Drogenkultur, Fragen der Sexualität, das ist aber auch Politik. Und der Merz Verlag ist ja berühmt geworden, auch für dezidiert politische Bücher. Und das hatte der Brinkmann überhaupt nicht eingesehen, weil er hatte die große Hoffnung, wie Georg Schröder mal sagte, der glaubte tatsächlich, ich mache für den Verlag der Schriften von Rolf-Dieter Brinkmann. Aber nicht mit mir, meinte Schröder. Das vielleicht dazu. Hier auf diesem Foto sieht man einige seiner Weggenossen. Ralf-Rainer Regula lebte damals schon wieder in Köln. Dieser Buchhändler, den Brinkmann auch schon Jahre zuvor in Essen kennengelernt. Eine ganz wichtige Figur, weil Regula derjenige war, der erstens besser Englisch konnte und der Brinkmann auch mit dieser ganzen Underground-Literatur aus London immer versorgt hatte, die ja für Brinkmann enorm wichtig war. Linda Pfeiffer lebte damals mit Regula zusammen am Brüsseler Platz in einer Kommune. Linda Pfeiffer ist die Frau von dem Maler Henning John und von Freien. Und da hinten sieht man dann noch den Bute, der machte diese Dokumentarwurst, so dieser ziemlich bekannter bildender Künstler. Also Brinkmann war durchaus in so einer Szenerie von so, was man heute Alternativkultur nannte und früher halt Underground-Kultur. Warum ist die gesprengt worden?
Das war ganz einfach. Damals sagte dann der SDS, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, Literatur zu machen. Man muss auf der Straße kämpfen. Das war halt die Parole der Zeit. Es ist nicht mehr die Zeit, Gedichte zu schreiben. Das war die Meinung von bestimmten Teilen dieser Protestbewegung. Brinkmann experimentierte ja damals nicht nur mit neuen Medien wie dem Film, sondern war auch durchaus offen dafür, was im Bereich der Popmusik passierte. Und 67 ist ja so ein wichtiges Jahr, wo Popmusik sich auch im Erscheinungsbild komplett veränderte. Maßgeblich durch das Album der Beatles Sgt. Pepper wurde Popmusik ja anspruchsvoller, erwachsener. Und das wurde plötzlich als Medium auch für intellektuellere Kreise einfach interessant als Sujet. Es ist nicht von ungefähr, dass Leute wie Warhol dann um 1966, 67 auch die Zusammenarbeit mit Rockbands gesucht haben, weil sie der Auffassung war, ich kriege dadurch simpel auch eine breitere Öffentlichkeit. Brinkmann selber experimentierte mit diesen Formen. Es ist bekannt, dass er zum Beispiel Lesungen kombinierte mit Schallplatteneinspielungen. Solche Experimente hat er auch innerhalb des WDR vorgeführt. Hier finden wir zwei Fotos, die Brinkmann bei einer dieser happening-artigen Veranstaltungen zeigt, nämlich der sogenannten Underground Explosion, die im Frühjahr 1969 in der alten Sporthalle stattfand. Und da findet man auch wieder diesen Lothar Goethe, das ist derjenige, der auch die Veranstaltung eigentlich gesprengt hatte, neben ihm sitzend. Das war eine großartige Performance-Veranstaltung, also zeigte dort, es war keine klassische Rockmusikveranstaltung. Da traten dann neue deutsche Bands auf, wie ich glaube Guru Guru oder Amon Dül, eine berühmte deutsche Krautrockband. Aber es waren vor allem Leute wie Peter Weibel, der ist ja heute ein bekannter Medienprofessor. Wally Export war lange Jahre hier an der KM-Professorin. John und Yoko, also John Lennon, Yoko Ono sind da nicht aufgetreten, die auf dem Plakat standen. Das Ganze war im Grunde auch ein großes Happening. Man sieht hier den Auftritt von Paul und Limpe Fuchs. Die war damals angemalt, trat nackt auf. Einer der Gründe, dieses Plakat wurde damals polizeilich, durfte es nicht gehängt werden. Da sind auch deswegen nur wenige, wurde auch eingestampft, deswegen gibt es nur ganz wenige Exemplare. Gibt es auch im Stadtarchiv, wie überhaupt doch einiges im Stadtarchiv zu finden ist, was man normalerweise im Kölner Stadtarchiv nicht vermuten würde. Das ist vor allen Dingen einem Mann zu verdanken, der vor ein paar Jahren gestorben ist, Jens Hagen. Von dem stammen fast die meisten Fotos dieser Ausstellung. Jens Hagen ist ein Kölner Publizist gewesen. Politisch auch sehr aktiv gewesen in der linken Szenerie in den 70er und 80er Jahren. Aber damals in den End-60er Jahren war er wirklich mit seiner Kamera überall immer am Zentrum des Geschehens. Und häufig hat er halt auch Brinkmann bei diesen Veranstaltungen mit der Kamera eingefangen. Das Thema Popmusik spielte damals auch in Köln insofern eine wichtige Rolle, weil Köln nicht als Veranstaltungsort bekannt war, aber das waren relativ wichtige Bands hier. Ich erwähne da nur die Gruppe Can, die neben Kraftwerk sicherlich die wichtigste deutsche Band ist, international gesehen für die 60er, 70er Jahre. Damals gab es eine wichtige Musikzeitschrift, die hier gemacht wurde, nämlich Sounds, das ursprünglich ein Free Jazz Magazin, später nach Hamburg gegangen ist, aber 1966, 67 hier in Köln gegründet worden ist. Und wir sehen hier ein paar Veranstaltungen hier in der Kölner Ladenstadt, ein ganz frühes Konzert dieser Band Amon Dül, dann so ein Aktionskünstler Manny Löhe sieht man hier und eine weitere Band, die damals relativ wichtig war in Köln, ist die Gruppe Fleur de Cologne. Das ist eigentlich ursprünglich ein Studentenkabarett gewesen, die sich unter dem Einfluss der amerikanischen Rockmusik mit elektrischen Instrumenten ausstattet und dann ziemlich agitatorische Texte gemacht haben. Ein frühes Poster dieser Band von Herrn Giger, der ist ja später berühmt geworden durch den Alien-Film, aber das ist ja mehr als 10 Jahre vorher. Ein wichtiges Ereignis waren dann auch speziell mit Kölner Bezugsgrößen die sogenannten ersten Essener internationalen Songtage. Wir wurden eigentlich nur von Kölnern organisiert. Das ist das erste große, wichtige kontinentaleuropäische Musikfestival gewesen. Das wurde von Rolf Ulrich Kaiser, das ist ein Kölner Journalist gewesen, organisiert und es war quasi die Geburtsstunde der deutschen eigenständigen Rockmusik. Also Auftritte von Amon Dül, Tangerine Dream, Guru Guru im größeren Maße gab es vorher nicht und es machte zum ersten Mal deutlich, dass es jenseits des angloamerikanischen Raums auch eine eigenständige deutsche Popmusik gab. Und da sieht man halt diesen Auftritt von Amon Dül
Auf der Bühne sieht man dann auch Uschi Obermeier, die berühmte 60er-Jahre-Model-Ikone, die bei diesem Festival auch Rainer Langhans von der Kommune 1 kennenlernt. Und dann wurden sie ja so quasi das Dreampaar der APO dieser Zeit. Lebt der noch, der Kaiser? Der Kaiser ist verschollen. Der ist, keiner weiß, wo der ist. Der ist, ich habe Sachen aus seinem Nachlass, so, aber der ist wirklich weg vom Fenster. Man vermutet, dass er in der Anstalt ist, aber der ist nicht greifbar. Ich habe mal vor 12, 13 Jahren so sehr viele Sachen aus so einem gefunden, die aus seiner Provenienz waren. Sehr viele Widmungsexemplare von Timothy Leary und all so Sachen. Das stammte aus einer Robbe von so einem kleinen Dorf vor Köln, aber der ist, gilt wirklich offiziell als verschollen. Der ist nicht auffindbar. Wie alt wäre der heute? Der ist Jahrgang 41, Mitte 60, meine ich jetzt. Es war der erste Journalist, der auch Bücher über Popmusik gemacht hat, die auch ins Ausland übersetzt wurden, war also relativ einflussreich und hat dann sehr stark diese elektronische Musikszene, hatte eigene Plattenlabels gegründet namens Pilz und Ohr. Das waren die ersten Labels, wo so Bands wie Tangerine Dream veröffentlicht wurden. War insofern relativ wichtige Figur, aber ist dann ziemlich dem Drogen verfallen. Nannte sich dann später auch kosmische Kuriere, das Label. Also. Und wann ist das letzte Lebenszeichen von ihm? Also ich wollte, ich denke so Mitte 70er Jahre. Ja. So, das ist hier, also Essener Songtage war dann auch ein Skandalauftritt der Flo de Cologne, weil sie dann halt nackt aufgetreten sind. Das war damals halt natürlich einer der Gründe, warum dieses Festival nur einmal stattfinden konnte. Sollte eigentlich eine Reihe werden, das wurde dann... Ja, es wurde dann von der Stadt Essen, die das hochsubventioniert, die haben 100.000 Mark, das war für 68 enorm viel Geld. Ne? Das war ja nicht nur eine Veranstaltung, das war ja über die ganze Stadt verteilt, das war ja auch nicht nur Musik, das waren dann wirklich Workshops. Ne? So, und da waren auch dann, da gab es noch nicht diese Trennung zwischen Kunst und Musik. Also in der Veranstaltung, das war mein erstes Konzert, was ich gesehen habe, da war in der Grubehalle, waren die Gänge und da gab es einen Fluxussammler, also Felisch aus Remscheid, der hat dann so silberemaillierte Brote verkauft und dann war es, die Leute beschwerten sich darüber, dass sie, dass das Brot so hart sei. Ne? Das Thema Erotik und Sexualität spielt in der Literatur der 60er Jahre eine zunehmende Rolle. Das ist natürlich in der Zeit auch ein klassisches Tabuthema und schon deswegen möglicherweise auch für Brinkmann interessant. Es gibt eine ganze Reihe von Gedichten, die dezidiert auch erotischen oder pornografischen Inhalt sind. Der bekannteste ist sicherlich der sehr aufwendig erstellte Band Godzilla. Aufwendig deswegen, weil er nicht nur eine winzige Auflage von 200 Exemplaren hatte, wo wir jetzt 4 Exemplare von ausstellen, sondern weil er für das Jahr 1968 sehr aufwendig in Farbe gedruckt war, wo so Bikini-Schönheiten dargestellt sind. Und viele dieser Gedichte sind halt erotischer Natur. Eines dieser Gedichte heißt Andy Harlot Andy und ist eine Beschreibung eines Underground-Films von Andy Warhol. Den sieht man dann parallel dazu auf diesem Monitor. Brinkmann beschreibt im Grunde die Geschichte dieses Films und es zeigt eigentlich einen Transvestiten, der eine Banane ist. Dieses Bananenmotiv ist ja auch eine Ikone von Andy Warhol, taucht unter anderem auf dem berühmten ersten LP-Cover der Velvet Underground mit der abziehbaren Banane auf. Dieser Band von Die Raupenbahn ist auch schon ein früher Band. Das ist das erste Buch, was Brinkmann gut fand, was bei Kiepenheuer erschien, weil im Vergleich zu dem Band Umarmung ein ganz anderes Design war. Das fand er deswegen gut, weil er hier so ein BH-Modell von Rudi Gernreich abgebildet war. Das war so ein hipper Designer dieser Zeit. Und das wusste Brinkmann natürlich und das fand er eben halt zeitgeistmäßig. Und viele andere, durchaus arrivierte Künstler, haben sich mit diesem Thema Erotik, Sexualität befasst. Hier der heute noch bekannte Künstler Thomas Bayerle macht ja immer so serielle Arbeiten und hat hier das in Form von kopulierenden Paaren dargestellt. Und dieses Buch ist ein Buch entstanden, auch im März Verlag erschienen, namens Feuer im Weizen. Wir haben ja jetzt schon häufiger den März Verlag erwähnt.
Der März Verlag zeichnete sich dadurch aus, dass er zwar in dem Rückblick war als der prototypische 68er Verlag gilt, aber mit Ausnahme ganz weniger Titel verkaufen diese Bücher sich nicht. Beziehungsweise erst ein paar Jahre später wurden März Bücher bei anderen Verlagen unheimlich populär. Also ich gebe da ein paar Beispiele. Carlos Castaneda, dessen Bücher später in Hunderttausender Auflage bei Fischer Taschenbuch verlegt wurden, wurde erstmals vom März Verlag verlegt. Ken Kesey, das Buch Einer flog übers Kuckucksnest, kam 1972 in einer Auflage von 500 Exemplaren auf den Markt und verkaufte genau 63 Stück. Das waren eigentlich alles nur Zuschussgeschäfte. Das konnte der Schröder nur deswegen machen, weil er die Pornografie quasi als U-Boot nahm und damit eine Gegenfinanzierung hatte. Und diese Gegenfinanzierung schaffte er durch einen Lizenzvertrag mit der Pariser Olympiapress, die wir vorhin schon erwähnt haben. Und hier gibt es einen eigenen Olympiapressraum. Dadurch, dass es ein richtiger Pornografieverlag war, muss man natürlich das auch präsentieren, dass auch die Essenz des Themas Sex einfach zum Ausdruck kommt. Und dass die Vitrinen sind wie eine Peepshow aufgebaut. Da muss man eine Münze einwerfen und dann darf man halt auf die Objekte der Begierde den einen oder anderen Blick werfen. Vielleicht ist noch bemerkenswert, dass es nicht nur Pornoliteraten waren, sondern durchaus bekannte Autoren, die durchaus einen Rang und Namen haben, wie Chodkiewicz und andere Autoren, die auch unter Pseudonym eben hier Bücher im Olympiapress Verlag veröffentlichen. Unter anderem der Jens Hagen, so unter dem Eigennamen, aber der Name Peroni, da verbirgt sich eben der Autor Chodkiewicz. Aber auch so Buchgestalter und Designer wie Rambo haben dort eigene Bücher verlegt. Was Jens Hagen auch? Jens Hagen, da gab es auch einen Prozess, weil er der geile Staatsanwalt, das war auch im Grunde jemand, da gab es einen Prozess deswegen, weil es hier in Köln so eine Pornografiedebatte gab. Da war der Henrik M. Broder noch an vorderster Front, was er heute nicht mehr wissen will. Der war ja ganz stark an dieser Szenerie beteiligt und der Broder und dieser Staatsanwalt in Köln hatten sich da, gab es auch so ein paar Prozesse drum. Also hier diese Art von Gebetsmühlen, die wir hier aufgebaut haben, es sind eigentlich ein Buch in Einzelblattform und das ist ein erotisches Buch im März Verlag namens Lucys Lustbuch. Das ist 1971 veröffentlicht worden in einer hohen Auflage, 10.000 Stück, dann aber gleich beschlagnahmt worden aufgrund der Tatsache, dass halt bekannte Leute des öffentlichen Lebens dort abgebildet waren, wie Dieter Thomas Heck oder Roy Black, Franz Josef Strauß in einzüglichen Posen. Das brachte dem Jörg Schröder dann auch einen Prozess, einer von vielen, die er damals geführt hat, ein. Führte aber dann dazu, dass man sich einigte, indem man sagte, okay, wir stimmen der Vernichtung des Buches zu, dafür werden alle Verfahren einkassiert. Darauf hat er sich damals dann auch eingelassen. Dann waren nämlich gleichzeitig 6 oder 7 andere Verfahren los. Das ist wiederum für die bibliophilen Leute des März-Sammler-Klientels einer der Gründe, dass das eines der seltensten Bücher ist. Da gibt es wahrscheinlich nur noch ganz wenige Exemplare, die erhalten sind. Elvis oder ich weiß nicht, wie das ist. Roy Black, ne? Und das ist Elvis, ja. Elvis, 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 ja. Ne? Ich finde Roy Black toll, ja. Geile Journalisten starren auf Lucys Lippen im Busen. Könnte man heute auch nicht machen, ne? Ach nein, das läuft ja heute alles unter. Das ist ja so harmlose. Boah, das ist ja lustig. Aber damals war das ja damals so ein. Wir sehen hier den Exit-Raum. Exit ist der Name einer Künstlergruppe in Köln. Dies besteht aus den Malern Henning John von Freien, Thomas Hornemann und Bernd Höppner. Diese drei Künstler haben sowohl für den März Verlag gearbeitet, aber auch eigene Produktionen gemacht. Man sieht hier eine Künstlermappe. Die ist ganz typisch im Stil so deutscher Pop-Art gehalten. Das heißt also, die haben natürlich ganz massiv auch den Einfluss amerikanischer Pop-Art
ausgenutzt. Und die haben zusammen mit dem Brinkmann und Regula auch eine Reihe eigener Publikationen herausgegeben. Die sieht man dann unter anderem in diesen Vitrinen hier. Es war ja damals auch die Hochphase, selbstständig verlegerisch tätig zu werden und sich nicht von den normalen Verlagen beeinflussen zu lassen. Und damals gab es die sogenannten Matrizendrucke. Das kennt man ja noch aus der Schulzeit, der eine oder andere. Also man sieht hier auch in der Vitrine und an der Wand Arbeiten für diese Gemeinschaftsproduktion von Brinkmann, Regula und der Exit-Gruppe. Das ist die Zeitschrift Gummibaum und der fröhliche Tarzan. Das war halt die Zeit, wo man auch selbstständig versuchte, verlegerisch tätig zu werden und mit sogenannten Matrizendrucken so kleine Publikationsheftchen gemacht hat. Das waren kleine Auflagen, maximal 300 bis 400 Exemplare. Das ist der Grund, warum diese Hefte heute in den Sammlerkreisen natürlich auch gesucht sind, weil die Auflagen ja verschwindend klein sind. Thomas Hornemann hat uns eine Reihe von Originalzeichnungen zur Verfügung gestellt, die in diesen Heften auch auftauchen. Man sieht hier auch ganz deutlich, dass er auch natürlich von solchen Dingen wie Comic-Kultur beeinflusst ist und solche Dinge einfach auch gerne aufgreift. Die Exit-Gruppe hatte darüber hinaus so eine kleine Galerie hier in Köln und lebte unter anderem auch von Raubdrucken. Das war ja auch die Zeit, wo man versuchte, den Kunstmarkt ein bisschen aufzumischen. Da hat man dann den Warhol-Siebdruck genommen, der schon etabliert war im Kunstmarkt, hat den einfach ein bisschen verkleinert, nochmal nachgedruckt und dann für kleines Geld dann einfach auch unter die Leute gebracht. Also hinter mir hängt die Künstlerzeitschrift Erwins. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von Rolf-Dieter Brinkmann, Regula, Rolf Eckhard John und der Künstlergruppe Exit. Da gab es nur etwa 30 Exemplare, die heute auch praktisch unauffindbar sind. Selbst in der Rolf-Dieter Brinkmann-Gesellschaft in Vechta hat man kein Exemplar. Und hier findet man eine ganze Reihe von Arbeiten von Brinkmann-Kollaboration mit Regula, die wirklich auch nur hier in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden sind. Das war im Grunde von der Künstlergruppe aus initiiertes Projekt, während die Zeitschrift Gummibaum und der fröhliche Tarzan eher von den Literaten ausgehen. Diesmal sind dann quasi die Künstler aktiv geworden und so hat sich das beides damals auf sehr kongeniale Art und Weise vermischt. Brinkmann war ja nicht nur ein wichtiger Literat, sondern er hat auch eine wichtige editorische Leistung vollbracht, indem er eine ganze Reihe angloamerikanischer Autoren erstmal im deutschen Sprachgebrauch publiziert hat. Das bekannteste Buch diesbezüglich ist sicherlich das Buch Acid, was man hier sehen kann. In der ersten Auflage, das einzige Buch des Merz Verlags, was im schwarzen Cover erschien. Danach wurden die ja alle im berühmten Merzgelb gestaltet mit dem Lochstandscover. Das Buch Silver Screen kam ebenfalls im Jahr 1969 heraus, fasst amerikanische Lyrik zusammen. Und er hatte Autoren wie Ted Berrigan oder Frank O'Hara übersetzt und herausgegeben bei Kiepenheuer und Witsch respektive dem Merz Verlag. Regula, sein Bekannter und Freund, hatte ein Jahr zuvor schon diese Anthologie Fuck You verlegt, die in kleiner Heftform schon 1967 herausgekommen ist. All das sind Publikationen, die erstmals in deutscher Sprache diese neue Szenerie aus Amerika speziell im deutschen Publikum bekannt gemacht hat. Also hier sehen wir Fotos von Rolf-Dieter Brinkmann nach dem kulturellen Aufbruch der 60er Jahre, von dem er sich dann um 1970 wirklich verabschiedet hat. Brinkmann geht dann eine Weile als Stipendiat der Villa Massimo nach Rom, wo dann die posthum veröffentlichten Werke wie Schnitte auch entstanden sind. Und hier allein an dem äußeren Bild, das Brinkmann auf diesen Fotos darbietet, wird deutlich, dass er sich von vielen Dingen nach verabschiedet hat. Der Professor Knipp, von dem diese Fotos stammen, hat das auch bestätigt. Brinkmann lebte damals sehr zurückgezogen und vor allen Dingen sehr abweisend, war also sehr auf Abstand bedacht. Und man sieht ihn hier immer im Anzug, Schlips und Kragen durch die Gegend laufen. Allein die Körpersprache ist mehr als deutlich, wenn man das zu der Eingangssequenz mit der Brigitte Friedrich 1969 in der Engelbertstraße vergleicht. Da sieht man, dass Brinkmann wirklich auf Abstand zu allem und jedem gegangen ist. Eine Weile auch wirklich intensiv versuchte, neue Wege zu beschreiten.
die dann eigentlich im Grunde letzten Endes mit seinem Tod 1975 beim Autounfall in London endeten. Man sieht hier in der Vitrine noch ein paar dieser Arbeiten, die in dieser Zeit entstanden sind. Posthum, also direkt im Jahr seines Todes, ist ja der berühmteste Gedichtband Brinkmanns veröffentlicht worden, Westwärts 1 und 2, für die er dann auch posthum den Petrarca-Preis bekommen hat. In der Zeit in Rom gab es einen kleinen Pressendruck, der von der Villa Massimo selber ediert wurde. Das zeigt schon sehr schön das, was er dann in Schnitte gemacht hat. Also im Grunde diese Collagentechnik wird hier erstmals auch öffentlich, weil Schnitte ist ja erst Ende der 80er Jahre herausgekommen. Aus dem Nachlass, den Marlene Brinkmann verwaltet, sind dann eben auch dieses Rom-Blicke entstanden und dieses Tagebuchbuch, was auch im Grunde ein klassisches Collagenbuch ist, die Erinnerungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand. Brinkmann war ja ein großer Leser, hat ja immer über den Verlag sich alles mögliche Sachen bestellt. Hier am UB-Ring jetzt diese, was jetzt der andere Buchladen ist, war ja früher die Buchhandlung Witsch, da hat er ja immer tonnenweise Bücher bestellt. Und da gibt es ja auch lustige Verlagskorrespondenten, wo sich der Verleger beschwert, er soll doch mal ein bisschen mal langsamer machen, das ging ja nicht an, dass er da tonnenweise Bücher bestellt. Und vieles davon, was er gelesen hat, ist dann wieder zum Antiquar Nibbe wahrscheinlich gewandert. Die kannten sich halt recht gut. Und hier sind ein paar Sachen, glaube ich, aus Cambridge ist die letzte Postkarte vor seinem Tod, die er geschrieben hat, liegt hier auch in einer dieser Vitrinen. Es gab eine ganze Reihe von Autographen, die uns zugänglich waren, aber das ist ja immer eine rechtliche Grauzone. Man kann ja offiziell nichts ausstellen, was jetzt nicht veröffentlicht ist. Es gab unter anderem, das liegt in Fechter, ein komplettes großes Gedichtmanuskript. Da ist bis auf ein einziges Gedicht alles unveröffentlicht. Und zwar ist das das Gedichtmanuskript, was Brinkmann bei dem Herrn Wellershoff bei Kiepenheuer und Witsch eingereicht hat. Da sind auch die ganzen handschriftlichen Notizen von Wellershoff, da stehen daneben. Auch mit der Begründung, warum er zurzeit noch nicht so gut in der Lyrik sei und noch ein bisschen arbeiten müsse. Und wie gesagt, dieses Manuskript hätten wir auch ausstellen können, aber konnten das irgendwie nicht klären mit der Witwe, wollten ja jetzt eher da auch nicht irgendwie vorgreifen, deswegen haben wir darauf verzichtet. Also hier sieht man ein paar Gemälde von Brinkmanns Freund Henning John von Freind, der eben auch Mitglied dieser Künstlergruppe Exit war. Das sind alles Bilder, die mit der Engelbertstraße zu tun haben. Man muss wissen, dass Henning John von Freind damals im gleichen Haus wohnte wie Brinkmann. Und es zeigt einfach so ein paar Straßenimpressionen, hier so ein Blick heraus, den man hat auf das Köln der damaligen Zeit. Hier, das ist ein Bild aus dem Zimmer, wo Brinkmann häufig in diesem Sessel gesessen hat. Es gibt dort vorne auch ein Porträt von Brinkmann, wo er in diesem Sessel sitzt. Also Ansichten des Kölner Alltagslebens dieser Zeit. Also, wir sind hier in dem Raum des Merz Verlages, was direkt augenfällig wird an dem berühmten Merzgelb, was auch das Trademark-Erkennungszeichen dieses Verlages ist. Man sieht hier eine ganze Reihe von Publikationen aus der ersten Verlagsphase von 1969 bis 1972 in diesen Vitrinen ausgestellt. Das Design selber ist ja vom Verleger Jörg Schröder selbst entwickelt worden. Er ist also nicht nur Verleger, Autor, vor allem ist er auch Buchgestalter und hat sicherlich da auch Kulturgeschichte in dieser Zeit geschrieben. Was man hier schnell erkennen kann, ist das breite Spektrum des Verlages. Es ging also nicht nur um neue Literatur wie Jan Krim, ein holländischer Autor, oder Ken Kesey, sondern der Verlag wurde natürlich auch berühmt für Fragen neuer Erziehungsprogramme, Stichwort antiautoritäre Erziehung. Es gab Reprints alter sozialistischer Klassiker wie von Lukács. Jörg Schröder wurde 1966 Geschäftsführer beim Melzer Verlag. Melzer Verlag war traditionell ein auf Judaika spezialisierter Verlag. Hochverschuldet, als Schröder dort anfing, und Schröder gelang es in kürzester Zeit, diesen Verlag zu sanieren, indem er das Verlagskonzept grundsätzlich änderte und ganz neue Titelaufnahmen wie Jack Kerouac, diesen Beat-Autor, Bücher macht über die holländischen Provos,
Bücher machte über die Mai-Revolte 1968 in Frankreich und viele andere Titel. Und vor allen Dingen auch, indem er das Buch Die Geschichte der O als erster in Deutschland verlegte, was ein riesiger Erfolg war. Und damals schon, Die Geschichte der O wurde von der Olympiapress gemacht in Paris, und da merkte Schröder sicherlich schon, mit dem Thema Sexualität lässt sich das eine oder andere finanziell auch machen. Und das war sicherlich eine wichtige Erfahrung, später dann auch den März Verlag gründen zu können. Was man hier dann sieht, sind so ein paar für uns heute im digitalen Zeitalter nicht mehr bekannte Dinge wie Klischeedrucker, also quasi die Druckplatten für Cover einiger Titel, aber auch einige Sachen, die dann gar nicht letzten Endes mehr erschienen sind. Es gab dann noch eine ganze Reihe von Besonderheiten dieses Verlags, der sich gern auch in verschiedenste Dinge gerne einmischte. Berühmt geworden ist die Leninmarke. Also die Deutsche Post hat natürlich ein Monopol auf die Erstellung von Briefmarken. Und Jörg Schröder meint, es wäre doch ein guter Anlass, mal zum Anlass des 100. Geburtstags von Lenin eine Briefmarke auf den Markt zu bringen. Die ist auch tatsächlich in einigen Exemplaren gelaufen. Man sieht ja hier ein paar frankierte Exemplare. Hat ihm aber einen Heidenärger mit der Post eingebracht, weil die Post versteht da überhaupt keinen Spaß. Und das war ein sehr teurer Spaß für den Verlag am Ende. Was auch eine Anekdote wert ist, ist natürlich ein großer Erfolg des Verlages, war das Stellungsbuch. Das waren auch unter Pseudonym, das war nämlich der Rambo, der bildende Künstler, und der Uwe Schmidt, die hier unter diesem Pseudonym veröffentlichten. Das war so Oswald Kolle-mäßig Sexstellungen dargestellt. Das war so genau die Aufklärungsepoche dieser Zeit. Das verkaufte sich 100.000 Mal, war auch wirklich einer der wenigen Titel, die sich wirklich gut verkaufen ließen. Es gibt davon eine japanische Ausgabe, die äußerst selten, die haben wir hier, haben wir leider nicht aufgeklappt, weil die ist insofern witzig, weil die Stellungen, die in diesem Buch abgebildet sind, sind auseinandergeklappt. Man sieht also auf der linken Seite die Frau und auf der rechten Seite den dazugehörigen Mann. Der Japaner, also das durfte in Japan dann veröffentlicht, weil der Japaner ist wohl fähig, sich das zusammenzudenken. Aber so funktioniert dieses Buch. Aber eine äußerst bibliophile Rarität, taucht auch nirgendwo so im ZVAB und anschließend im Antiquariatshandel ist es sehr selten. Hier sieht man noch auch ein paar Originalwerke von bildenden Künstlern. Also auch das sind auch diese Exit-Leute, die wir schon mal vorgestellt haben, die dann später dann auch auf dem einen oder anderen Cover Verwendung fanden. Also zum Beispiel diese Arbeit hier von dem Hornemann sieht man dann wieder hier auf dem Buch von Beckmann, meinen Sie, dass Georg verrückt ist. Auch eine Arbeit der Exit-Gruppe von Hornemann, das war die Originalarbeit für ein Buch, was nie erschienen ist beim März Verlag, wo es aber schon Druckklischees gab, wie hier dieses Buch, nämlich eine Anthologie, die Rolf Rainer Regula rausgeben sollte, die schnellste Pizza der Welt. Auch der Brinkmann hatte Gelder kassiert vom Verlag für ein Buch namens Omnibus, auch eine Anthologie, die ist auch nie erschienen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht gibt es auch ein Druckklischee. Da war, ist die Produktion damals durchaus weit fortgeschritten gewesen, ist dann letzten Endes doch nicht realisiert worden. Hier so ein paar Acrylarbeiten, auch von der Exit-Gruppe. Dieses hier ist ja dann auch als Buchcover für dieses Rambo-Buch Doris verwendet worden. Das hier, dieses Schild, was hier an der Wand hängt, das ist relativ ungewöhnlich. Das ist eine Arbeit von Bazon Brock, der ja als Medienprofessor, Ästhetikprofessor bekannt geworden ist. Der produzierte in den 60er Jahren sogenannte Literaturbleche. Und Schröder hat das anfertigen lassen für die Messepräsentation des Melzer Verlages 1967, und die Leute, das lag wirklich auf der Erde, die Leute sollten dann auch da drüber laufen. Das ging um die haptische Qualität der Erfahrbarkeit von Literatur. Es ging ja in der Zeiten des großen Aufbruchs, musste alles irgendwie miteinander Körper und Geist verkoppelt werden. Thank you.
Ja, wir sind hier jetzt in der Ausstellungshalle zu der Ausstellung Außerordentlich und Obszön, Rolf Dieter Brinkmann und die Popliteratur. Die Ausstellung ist hier in einem Kunsthaus Renania. Wir sind hier im Keller, das ist eine alte Mühle. Und die Betonarchitektur ist ein, wie wir finden, interessanter Reflex auf das Werk von Brinkmann. Und die Hassliebe, die ihn zu seiner Stadt Köln verbunden hat, kommt hier eigentlich auch durch die Architektur, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck. Was wir jetzt hier sehen, diese Rondelle, das ist ein posthum veröffentlichtes Werk von ihm, das heißt Schnitte. Das ist Anfang der 70er Jahre entstanden in Rom, hier mit diesem Titelblatt. Und es zeigt eigentlich ganz schön den Weg, den Brinkmann gegangen ist, von der klassischen Literatur immer mehr zur bildenden Kunst. Wenn man das einfach mal verfolgt, das ganze Buch ist von vorne und von der Rückseite auch zu sehen. Brinkmann verarbeitet hier eigene Texte, aber auch literarische Texte von Goethe, Josef Conrad und anderen. Aber er verwendet halt auch viel so Postkartenmotive, Pornobildchen und auch klassische Werbemotive. Und dieses gleiche Prinzip von dieser Verwendung von Werbung findet man hier in diesen Arbeiten von der Margret Eicher und den Dieter M. Graef. Dieter M. Graef ist ein Lyriker gewesen, der jahrelang in Köln lebte, jetzt in Berlin ansässig ist. Und die Arbeit entstand im Jahr 2000. Die Margret Eicher hat einfach Werbung von bekannten Marken genommen namens Gucci, Cartier und anderen, hat im Grunde die Werbetexte herausgeplottet und Dieter M. Graef gebeten, lyrische Texte für vorhandene Werbung hineinzusetzen. Das Ergebnis sehen wir hier, das sind insgesamt 22 Arbeiten, von denen wir hier 11 zeigen. Das Prinzip, das Bauprinzip ist also ganz ähnlich wie Brinkmann das 25 Jahre zuvor in Rom angewendet hat. Und das zeigt eigentlich diese Montagetechnik, wie diese Ausstellung auch insgesamt funktioniert, dass es nicht nur darum geht, eine klassische Literaturausstellung zu zeigen, sondern im Grunde Brinkmann in den Fokus zu nehmen als bildenden Künstler, als jemand, der beeinflusst ist von Politik, von Sex, von Drogenkultur, von Rockmusik, von Avantgarde-Filmen. Und dieses Schnittprinzip führen wir gleich fort, weil dann kommt quasi in den nächsten Räumen zwei Rückblenden. Wir sind jetzt hier in dem Raum, wo ein bisschen von den Vorbildern von William S. Burroughs, von Brinkmann beschrieben wird, nämlich die Beat Generation, speziell William S. Burroughs. Wir sehen hier einige Plakatbanner. Dieses Foto zeigt zum Beispiel den alten William S. Burroughs mit dem Regisseur David Cronenberg. Sein Hauptwerk Naked Lunch von Burroughs ist ja von Cronenberg verfilmt worden. Und auf der Wand gegenüber hier ein Foto aus den späten 50er Jahren oder etwa 1960 im Garten von Paul Bowles, dem Schriftsteller aus Amerika, mit ein paar Vertretern der Beat Generation. Man sieht dort hier Allen Ginsberg zum Beispiel, ein bekannter Lyriker, das ist Paul Bowles hier. Burroughs ist hier zu sehen, Gregory Corso ist auch ein amerikanischer Beatdichter. Peter Orlovsky ist der Geliebte von Allen Ginsberg und auch Lyriker gewesen. Hier rechts die Figur, relativ unbekannt, aber für Burroughs sehr wichtig. Ian Somerville, der hat ein Halluzinationsgerät entwickelt namens Dream Machine. Diese Leute haben ja sehr viel auch Experimente mit Drogen gemacht und das war ein Gerät mit halluzinogener Wirkung, ohne Drogen zu nehmen. Das ist ganz einfach zu konstruieren. Es ist ein Pappzylinder, der mit Löchern versehen wird, der läuft auf einem rotierenden Schallplattenspieler mit 78 Umdrehungen. Früher gab es ja noch Shellac-Platten, die hatten ja noch eine schnellere Geschwindigkeit. Und da hing dann eine 100-Watt-Birne drin. Und durch diese Schlitze kamen dann Lichtblitze hinaus. Und man saß, eigentlich sitzt dann davor mit geschlossenen Augen. Und diese Lichtblitze kommen dann hier auf die, treffen dann die Augen. Und diese Blitze korrespondieren mit den Alphawellen im Gehirn. Und wir haben so einen Nachbau von diesem Gerät, das funktioniert auch tatsächlich. Man sieht also wirklich halt so verschiedene Muster und Patterns. Und das ist meistens in Ausstellungen immer ein guter Running Gag, weil die Leute immer gern davor sitzen und jeder erzählt, was er gerade sieht. Also es funktioniert tatsächlich und ist absolut auch nicht gesundheitsschädlich. Hier sieht man noch ein paar
Bücher dieser literarischen Bewegung. Die Beat Generation war ja die erste Literaturbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die im Grunde gegen die Moralvorstellungen des American Way of Life verstieß. Und die wichtigsten Vertreter sind halt Jack Kerouac, Burroughs und Allen Ginsberg. Hier sind so ein paar frühe Ausgaben aus den 50er und 60er Jahren zu sehen. Hier sehen wir ein paar weitere Fotos zu William S. Burroughs. Wichtig ist vielleicht noch zu bemerken, der lebte ja jahrzehntelang nicht in Amerika, durfte dort auch nicht publiziert werden. Viele Literaten sind damals ja nach Nordafrika oder Paris gegangen, weil da gab es einen wagemutigen Verleger namens Maurice Girodias, der die Olympia Press leitete. Das war im Grunde ein Pornoverlag, der so kleine erotische Literatur in Taschenbuchformat für amerikanische Soldaten produziert. Aber eine ganze Reihe von Literaten wie Henry Miller, Beckett, Nabucco, Don Levy, Burroughs, die wurden da praktisch als erste verlegt. Insofern sind da durchaus Werke der Weltliteratur ediert worden. Hier sieht man zum Beispiel das erste Buch von Burroughs, was publiziert wurde, ist Naked Lunch. Das auch gilt als sein Hauptwerk. Das ist tatsächlich in so einer kleinen Taschenbuchausgabe herausgekommen, mit so Zeichnungen von seinem Freund Brian Geissen. Brian Geissen war Maler und war sicherlich der wichtige Impulsgeber, dass Burroughs auch diese traditionellen Formen der Literatur überwand und dann sich immer mehr den Bereichen so der visuellen Künste hingegeben hat. Das sieht man hier zum Beispiel an diesem Autograph von dem Brian Geissen. Das entwickelt sich von einer normalen Schrift immer mehr zu so einer kalligraphischen Typografie, wo es dann eigentlich nur noch um visuelle Gestaltung geht. Burroughs hat das aufgegriffen und dann selber solche collagenartigen Bücher entwickelt, wie wir sie später bei Brinkmann kennen, Schnitte. Hier ist eine Arbeit dann von Burroughs, die etwa 15 Jahre früher als Schnitte entstanden ist, also Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Das war drucktechnisch damals noch nicht zu realisieren und wurde dann erst in den 70er Jahren in so einer kleinen Auflage von 30 Exemplaren gedruckt. Dann kann man vielleicht hier nochmal auf zwei Fotos verweisen. Hier sieht man Burroughs mit Brian Geissen, der in diesem Kaftan aus Marokko angetan ist. Brian Geissen war, wie gesagt, Maler und von Brian Geissen kommt eben die wichtige literarische Methode des Cut-Up, also das Auseinanderschneiden und Neumontieren vorhandener literarischer Teile zu einem neuen Ganzen. Das ist eigentlich eine Methode, die in der bildenden Kunst spätestens mit Dada und den Surrealisten, also dem Montage- und Collage-technisch, gab es schon seit Jahrzehnten, aber in der Literatur war das Ende der 50er Jahre in der Tat wirklich Neuland. Brinkmann ist Anfang der 60er Jahre nach Köln gekommen. Er ist ja gelernter Buchhändler und wollte hier in Köln als Schriftsteller auch wirklich Fuß fassen. Was wir hier an der Wand sehen, ist der junge, tendenziell erfolgreiche Autor Rolf-Dieter Brinkmann. Das ist eine Fotoserie von der Brigitte Friedrich, die heute eine der bekanntesten Literaturfotografinnen Deutschlands ist und mittlerweile über 600 Literaten auch fotografisch festgehalten hat. Das ist eine ihrer ersten größeren Auftragsarbeiten. Es zeigt Rolf-Dieter Brinkmann auf der Engelbertstraße hier in der Kölner Stadtmitte. Auch auf einigen Aufnahmen ist auch seine Frau Marleen zu erkennen. Und wer sich mit Brinkmann ein bisschen befasst hat, wundert sich, dass der junge Mann da relativ nett, sympathisch auch daherkommt, also mit einem etwas spitzbübischen Lächeln und auch durchaus sehr liebevoll mit seiner Frau auch umgeht. Und ich mache jetzt auf zwei, drei Dinge vielleicht aufmerksam. Das ist vor allen Dingen dieses Hemd, was Brinkmann hier trägt, das häufiger auch in seinen Schriften erwähnt werden, hatte er wohl in London erworben, aus der Carnaby Street. Also London galt ja damals auch ein bisschen als Zentrum der Jugendkultur. Swinging London war ja ein bekannter Begriff da. Und dieses Hemd, was Brinkmann hier trägt, taucht auch auf diesem Gemälde auf. Und dieses Gemälde stammt von seinem Freund Henning John von Freyend. Das ist ein Maler gewesen, der auch nach dieser Popphase auch mit Brinkmann freundschaftlich verbunden war. Und zu diesem Bild gibt es auch eine Anekdote.
Dieses Bild existiert in zwei Versionen. Das hatte der Verleger Jörg Schröder, der Gründer des Merz Verlags, von Henning John von Freyend gekauft. Brinkmann war damals sehr interessiert an diesem neuen Verlag, Merz Verlag, mit diesen berühmten gelben Büchern. Man wollte unbedingt auch bei Jörg Schröder landen. Und man kam dann auch in Kontakt und publizierte dort auch diese berühmte Anthologie Acid, mit der Brinkmann und Regula ja 1969 auch bekannt geworden sind. Der Verleger kaufte das Bild von Henning John von Freyend, aber wie das häufig war in der Vita von Rolf-Dieter Brinkmann, gab es dann ein Zerwürfnis mit dem Verleger und Brinkmann wollte partout, dass dieses Bild, was sein Hemd zeigt, also wieder zurückkommt. Und das wollte der Herr Schröder natürlich nicht, schließlich hatte er 1000 Mark dafür bezahlt. Unter einem Vorwand wurde dann der Henning John von Freyend nach Frankfurt geschickt und gesagt, du bist mein Freund Henning, du musst sehen, dass das Bild wieder zurück. Das geht nicht, dass dieser Schröder das Bild behält. Und der Henning hat dann unter einem Vorwand, der Schröder war damals nicht in seinem Verlagsbüro, der Sekretärin das Bild wieder abgequatscht und mit dem Hinweis, es müssen neu gefirnisst werden, wie auch immer. Schröder kam von seiner Reise zurück und merkte, das Bild war nicht mehr da. Und rief dann Henning John von Freyend an und der musste dann kleinlaut auch zugestehen, er hätte das Bild ja auch nicht mehr. Und dann war Schröder schon sehr bald klar, das muss wieder bei Rolf-Dieter Brinkmann gelandet sein. Und Schröder sagte dann, ich möchte auf jeden Fall das Bild haben und wenn du das jetzt nicht mir wieder besorgst, dann musst du mir ein neues malen. Und das ist quasi die zweite Version dieses Bildes, die aus der Sammlung von Jörg Schröder ist und die andere Version ist im Besitz von der Marleen Brinkmann. Also Brinkmann kam, wie gesagt, Anfang der 60er Jahre nach Köln und versuchte sich dort als Schriftsteller zu etablieren und kam recht schnell auch in den Kontakt Kiepenheuer und Witsch. Damals war der Dieter Wellershoff, ein sehr bekannter Kölner Literat, Lektor. Brinkmann hatte zuvor erst ein Gedichtband veröffentlicht, quasi im Privatdruck, dieser Band Ihr nennt es Sprache. Wellershoff mochte aber Brinkmann vor allen Dingen nicht als Lyriker, sondern als Prosa-Schriftsteller und veröffentlichte einige Arbeiten von ihm. Es ist ganz bemerkenswert, dass Kiepenheuer diese frühen literarischen, lyrischen Versuche abgelehnt hat. Dann Brinkmann zog daraus die Konsequenz, dass die ersten Lyrikbände bei ganz kleinen Pressendrucken erscheinen konnten. Die Auflagen stehen hier zum Teil daneben, das sind teilweise nur 60 Exemplare oder 200 Exemplare. Und das ist einer der Gründe, warum die frühen Brinkmann-Bücher in bestimmten Kreisen halt sehr hoch gehandelt werden und äußerst selten sind. Dieses Exemplar hier ist ein Widmungsexemplar, das er Jörg Schröder geschenkt hatte. Das ist datiert mit einer Collage von Brinkmann aus dem Jahr 1967. Schröder war damals ein großes Vorbild hier für Brinkmann aufgrund seiner verlegerischen Tätigkeit. Die beiden kannten sich schon seit Anfang der 60er Jahre, weil Jörg Schröder in Köln Pressesprecher von Kiepenheuer und Witsch war. Und er wurde dann 1966 Verlagsleiter des Melzer Verlages. Der Melzer Verlag war eigentlich ein auf Judaika spezialisierter Verlag. Als Schröder den quasi übernahm, hatte das Programm radikal geändert und dezidiert auf diesen neuen amerikanischen Underground ausgerichtet. Und das kriegte natürlich Brinkmann mit und wollte unbedingt auch mit Schröder zusammenarbeiten. Und deswegen hat er wahrscheinlich ihm schon hier diese Collage mal geschenkt, weil er wollte, ich möchte nicht nur bei Kiepenheuer veröffentlichen, sondern halt auch bei Melzer Verlag. Was man aber hier sieht, sind eigentlich, dass diese Bücher tendenziell von der ästhetischen Gestaltung, sieht man jetzt mal von dieser zusätzlich eingeklebten Collage, sehr traditionell gestaltet sind. Brinkmann hatte damals schon ganz massive Auseinandersetzungen mit dem Verlag Kiepenheuer und Witsch um die Einbandgestaltung, die Typografie seiner Bücher. Und ein schönes Beispiel ist dieser Erzählband Erzählung. Da gibt es im Stadtarchiv, kann man auch nachlesen. Erbitterte Auseinandersetzungen mit dem Herrn Dumont, der damals der Geschäftsführer des Verlages war, wo er sich beschwerte, Brinkmann, dass das doch so langweilig gestaltet sei und Mitte der 60er Jahre solle man doch gefälligst doch die Bücher
auch typografisch etwas im Stil der neuen Zeit ausrichten. Und wie das dann aussehen könnte, sehen wir dann in der nächsten Vitrine. Ja, wie man hier schön erkennen kann in der Vitrine, hat sich das Design der Bücher so ab Mitte der 60er Jahre dann doch sehr geändert. Sicherlich auf das massive Drängen von Brinkmann. Man sieht hier ganz deutlich auch viele Einflüsse der amerikanischen Pop-Art. Berühmt geworden ist ja vor allem dieser Collageneinband zu dem Gedichtband Die Piloten, den Brinkmann selbst gestaltet hatte und bis heute der teuerste Einband geblieben ist, den der Verlag Kiepen und Witsch produziert hat. Das war auch ein Buch, was teilweise Comic-Motive verwendete. Daneben gibt es diesen Band Standfotos. Das ist ein sehr aufwendig gedruckter Band in 100 Exemplaren. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Künstler Carolus Lodenkemper. Da sind die Gedichte auf transparenten PVC-Folien gedruckt. Und das war so diese Art, wie Brinkmann eigentlich liebte, neue Wege zu beschreiten, im Grunde die traditionellen literarischen Gattungen hinter sich zu lassen. Und so auch ein bisschen den Zeitgeist zu spiegeln. Ich dachte vorhin, man wundert sich, wie freundlich er aussieht und wie lieb er mit seiner Frau umgeht. So. Ja. Für nicht Zeitgenossen oder nicht Brinkmann-Kenner. Nein, Brinkmann also galt immer so als ausgemachter Wüterich und jemand, der schwierig war im privaten Umgang. Also sagen wir es so einfach formuliert. Das war jetzt. Ja, ob das ein Image war, ne, also ne, bin ja jetzt kein Psychologe, aber das kann man in der Literatur oder wenn man Zeitzeugen befragt, immer hört man dieses eigentlich. Und das ist halt eine ungewöhnliche Sequenz, die zeigt ihn recht entspannt, recht gelassen, recht freundlich, sehr, ne, sehr zugewandt. Und es gibt Fotos, die zeigen dann einen ganz anderen Brinkmann. Also was man hier sieht, sind eine Reihe von Fotos eines Polizeieinsatzes am Kölner Neumarkt. Der Neumarkt wurde damals als erste U-Bahn-Station 1968 gebaut. Eine U-Bahn war ja damals etwas ganz radikal Neues, auch für Kölner Verhältnisse. Und damals gab es in Köln eine unabhängige Filmgruppe, die nannte sich X-Queen. Das waren selber Filmemacher, aber teilweise auch Journalisten. Unter anderem war damals die Birgit Hein und der Wilhelm Hein, die sind beides Experimentalfilmemacher dabei. Und deren Anspruch war, dass sie die Filme, die im normalen Kino damals nicht zu sehen waren, nämlich so experimentale und sogenannte Underground-Filme, dass man die im öffentlichen Raum zeigte. Und eine dieser Veranstaltungen fand damals halt bei der U-Bahn-Station im Neumarkt statt, die im Bau sich befand. Da wurden unter anderem damals Lars Brinkmann auch und bei dieser Veranstaltung wurden Filme der Wiener Aktionisten gezeigt. Und das nahm dann die Polizei zum Anlass, diese Veranstaltungen zu besetzen, eine Menge Leute zu verhaften. Der eine oder andere hat dann auch ein paar Blessuren davon getragen. Und das war einer der großen Kunstskandale dieser Stadt, weil diese Aktion, die zur Beschlagnahmung dieser Filme führten, war einer der großen Kunstskandale. Man sieht hier auch ein paar Aufnahmen, wo die Oper beispielsweise besetzt wird. Man sieht halt, wie gesagt, auch Brinkmann mitten innerhalb dieser Protestkundgebung. Und das zeigt eigentlich deutlich, dass das Brinkmann haben wir damals schon auch am Puls der Zeit war. Man sieht hier den berühmten Kulturdezernenten Hackenberg, eine ganz wichtige Figur für die Kölner Kulturgeschichte, der sich dezidiert auch für diese ganzen neuen Entwicklungstendenzen im Kulturbereich massiv eingesetzt hat und dem Köln eine Menge zu verdanken hat, was später, sagen wir, den berühmten Ruf der Stadt Köln als Kulturmetropole begründet hat und einer der wenigen Politiker war, die da auch weitsichtig genug waren, offensiv mit umzugehen. Daneben sind ein paar Leute hier, ich glaube, das ist der Kipp und der Goethe, das sind Leute, die später das SSK gründeten, also Leute, die aus dem Kölner SDS kamen. Und das ist der Rolf Wiest hier rechts zu sehen. Das ist auch ein Journalist, der auch zu dieser X-Kring-Gruppe. Als Beispiel für einen dieser Experimental- und Underground-Filme läuft hier ein Film über Velvet Underground, eine Rockband aus New York, mit der Andy Warhol Mitte der 60er Jahre berühmte Multimedia-Shows gemacht hat. Die Schnitttechnik dieses Films sieht heute aus wie so ein Videoclip. Dann sieht man also MTV Viva, die ganze Ästhetik dieser Musikfernsehsendung
verdankt sich von der Ästhetik ganz klar dem Experimentalfilm der 50er und 60er Jahre. Und wie gesagt, MTV ist ja erst 1982 an den Start gegangen. Solche Art von Filmästhetik war halt in den 60er Jahren, sah man weder im Fernsehen noch sonst auf normalen Leinwänden. Und das war der Grund, warum solche Filmexperimente und öffentliche Vorführstationen wichtig waren. Bringt man, wenn man sein Werk, speziell sein lyrisches Werk durchschaut, ist ja voller Anspielungen auf den Film. Viele Gedichttitel tragen ja auch den Namen von Hollywood-Schönheiten. Er selber hat dann auch angefangen, Filme zu drehen und ganz klar im Stil dieses New American Cinema, dieses amerikanischen Underground-Kinos. Ja, hier sieht man jetzt eine Fotofolge von Jens Hagen. Der hat Brinkmann aufgenommen, wie er mit einer 8mm Kamera auf der Hohe Straße filmt. Und Brinkmann hat sich dann auch in diesen Monaten des Jahres 68 eine Kamera zugelegt, weil er halt auch beeinflusst wurde von diesem neuen amerikanischen Underground-Kino. Und er hat das wie Leute wie Boris auch für sich entdeckt, die dann angefangen, eigene kleine Filme zu produzieren. Die sind manchmal auch in kleinen Kreisen gelaufen, auch auf der Frankfurter Buchmesse 1969, sind aber bis heute unpubliziert geblieben. Es gibt halt so ein paar Leute, die die schon mal gesehen haben, aber im Grunde muss man sich das vorstellen wie klassisches amerikanisches Kino dieser Zeit aus dem Underground. Im Grunde sind das Alltagssituationen, da hat er Partys abgefilmt und andere Situationen. Und das ist durchaus vergleichbar seinen lyrischen Arbeiten in der Zeit, wo es ihm ja unter dem Einfluss der amerikanischen Dichtung ging, auch halt Alltagssituationen literarisch umzusetzen. So ähnlich waren auch eben diese Filme gehalten. Sieht man aber keinen, die erhalten. Ja, die sollen in Berlin sein. Der Herr Bergmann soll die besitzen. Also der Regisseur. Ist genau, aber die, ja, ja. Und wir wollten die auch vorführen, aber er wollte das nicht. Schade. Zwei Fotos und ein Originalplakat thematisieren Brinkmanns Verhältnis, schwieriges Verhältnis zur Politik. Brinkmann ist 1968, 69 anlässlich des Wintersemesters nach dem Erfolg von seinem Roman Keiner weiß mehr an die Universität Köln für eine Lesung eingeladen worden. Das Plakat, das Originalplakat haben wir im Kölner Stadtarchiv gefunden. Das ist ja ein Unikat, ne? Da sieht man so einen Schablonendruck. Stammt aus dem Köln-Archiv, die einen Schwerpunkt linke Kultur haben. Und man sieht das hier auch auf diesen Bildern abgebildet. Das war für Brinkmann eine ganz wichtige Veranstaltung, weil die Veranstaltung ist gesprengt worden von Teilen des SDS. Und zwar waren das teilweise die Leute, die er auch gut kannte, der Kipp und der Goethe und so weiter. Und Brinkmann hat sich ja später in seinen Schriften immer ganz massiv gegen diese sogenannte Studentenbewegung zur Wehr gesetzt und hat die ja sehr kritisch dargestellt. Und möglicherweise liegt einer der Schlüsse eben in dieser Sprengung dieser Lesung begründet. Es geht zum Beispiel auch, es ist auch bekannt, dass Brinkmann die Konflikte mit seinem Verleger Jörg Schröder deswegen hatten bei Merz, weil Schröder gesagt hat, ich möchte das ganze Spektrum des Zeitgeistes abspielen. Das ist jetzt nicht nur die neue Literatur, das ist jetzt meinetwegen auch Drogenkultur, Fragen der Sexualität, das ist aber auch Politik. Und der Merz Verlag ist ja berühmt geworden, auch für dezidiert politische Bücher. Und das hatte der Brinkmann überhaupt nicht eingesehen, weil er hatte die große Hoffnung, wie Georg Schröder mal sagte, der glaubte tatsächlich, ich mache für den Verlag der Schriften von Rolf-Dieter Brinkmann. Aber nicht mit mir, meinte Schröder. Das vielleicht dazu. Hier auf diesem Foto sieht man einige seiner Weggenossen, Ralf-Rainer Regula, lebte damals schon wieder in Köln, dieser Buchhändler, den Brinkmann auch schon Jahre zuvor in Essen kennengelernt, eine ganz wichtige Figur, weil Regula derjenige war, der erstens besser Englisch konnte und der Brinkmann auch mit dieser ganzen Underground-Literatur aus London immer versorgt hatte, die ja für Brinkmann enorm wichtig war. Linda Pfeiffer lebte damals mit Regula zusammen am Brüsseler Platz in einer Kommune. Linda Pfeiffer ist die Frau von dem Maler Henning John und von Freien. Und da hinten sieht man dann noch den Bute, der machte diese Documenta-Wurst, so dieser ziemlich bekannter bildender Künstler. Also Brinkmann war durchaus in so einer Szenerie von so, was man heute Alternativkultur nannte und früher halt Underground-Kultur. Warum ist die gesprengt worden?
Das war ganz einfach. Damals sagte dann der SDS, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, Literatur zu machen. Man muss auf der Straße kämpfen. Das war halt die Parole der Zeit. Es ist nicht mehr die Zeit, Gedichte zu schreiben. Das war die Meinung von bestimmten Teilen dieser Protestbewegung. Brinkmann experimentierte ja damals nicht nur mit neuen Medien wie dem Film, sondern war auch durchaus offen dafür, was im Bereich der Popmusik passierte. Und 67 ist ja so ein wichtiges Jahr, wo Popmusik sich auch im Erscheinungsbild komplett veränderte. Maßgeblich durch das Album der Beatles Sgt. Pepper wurde Popmusik ja anspruchsvoller, erwachsener. Und das wurde plötzlich als Medium auch für intellektuellere Kreise einfach interessant als Sujet. Es ist nicht von ungefähr, dass Leute wie Warhol dann um 1966, 67 auch die Zusammenarbeit mit Rockbands gesucht haben, weil sie der Auffassung war, ich kriege dadurch simpel auch eine breitere Öffentlichkeit. Brinkmann selber experimentierte mit diesen Formen. Es ist bekannt, dass er zum Beispiel Lesungen kombinierte mit Schallplatteneinspielungen. Solche Experimente hat er auch innerhalb des WDR vorgeführt. Hier finden wir zwei Fotos, die Brinkmann bei einer dieser happening-artigen Veranstaltungen zeigt, nämlich der sogenannten Underground Explosion, die im Frühjahr 1969 in der alten Sporthalle stattfand. Und da findet man auch wieder diesen Lothar Goethe, das ist derjenige, der auch die Veranstaltung eigentlich gesprengt hatte, neben ihm sitzen. Das war eine großartige Performance-Veranstaltung, also zeigte dort, es war keine klassische Rockmusikveranstaltung. Da traten dann neue deutsche Bands auf, wie ich glaube Guru Guru oder Amon Dül, eine berühmte deutsche Krautrockband. Aber es waren vor allem Leute wie Peter Weibel, der ist ja heute ein bekannter Medienprofessor. Wally Export war lange Jahre hier an der KM-Professorin. John und Yoko, also John Lennon, Yoko Ono sind da nicht aufgetreten, die auf dem Plakat standen. Das Ganze war im Grunde auch ein großes Happening. Man sieht hier den Auftritt von Paul und Limpe Fuchs. Die war damals angemalt, trat nackt auf. Einer der Gründe, dieses Plakat wurde damals polizeilich, durfte es nicht gehängt werden. Da sind auch deswegen nur wenige, wurde auch eingestampft, deswegen gibt es nur ganz wenige Exemplare. Gibt es auch im Stadtarchiv, wie überhaupt doch einiges im Stadtarchiv zu finden ist, was man normalerweise im Kölner Stadtarchiv nicht vermuten würde. Das ist vor allen Dingen einem Mann zu verdanken, der vor ein paar Jahren gestorben ist, Jens Hagen. Von dem stammen fast die meisten Fotos dieser Ausstellung. Jens Hagen ist ein Kölner Publizist gewesen. Politisch auch sehr aktiv gewesen in der linken Szenerie in den 70er und 80er Jahren. Aber damals in den End-60er Jahren war er wirklich mit seiner Kamera überall immer am Zentrum des Geschehens. Und häufig hat er halt auch Brinkmann bei diesen Veranstaltungen mit der Kamera eingefangen. Das Thema Popmusik spielte damals auch in Köln insofern eine wichtige Rolle, weil Köln nicht als Veranstaltungsort bekannt war, aber das waren relativ wichtige Bands hier. Ich erwähne da nur die Gruppe Can, die neben Kraftwerk sicherlich die wichtigste deutsche Band ist, international gesehen für die 60er, 70er Jahre. Damals gab es eine wichtige Musikzeitschrift, die hier gemacht wurde, nämlich Sounds, das ursprünglich ein Free-Jazz-Magazin. Später nach Hamburg gegangen ist, aber 1966, 67 hier in Köln gegründet worden ist. Und wir sehen hier ein paar Veranstaltungen hier in der Kölner Ladenstadt. Ein ganz frühes Konzert dieser Band Amon Dül. Dann so ein Aktionskünstler Manny Löhe sieht man hier. Und eine weitere Band, die damals relativ wichtig war in Köln, ist die Gruppe Flo de Cologne. Das ist eigentlich ursprünglich ein Studentenkabarett gewesen, die sich unter dem Einfluss der amerikanischen Rockmusik mit elektrischen Instrumenten ausstattet und dann ziemlich agitatorische Texte gemacht haben. Ein frühes Poster dieser Band von Herrn Giger, der ist ja später berühmt geworden durch den Alien-Film, aber das ist ja mehr als 10 Jahre vorher. Ein wichtiges Ereignis waren dann auch speziell mit Kölner Bezugsgrößen die sogenannten ersten Essener internationalen Songtage. Wir wurden eigentlich nur von Kölnern organisiert. Das ist das erste große, wichtige kontinentaleuropäische Musikfestival gewesen. Das wurde von Rolf Ulrich Kaiser, das ist ein Kölner Journalist gewesen, organisiert und es war quasi die Geburtsstunde der deutschen eigenständigen Rockmusik. Also Auftritte von Amon Dül, Tangerine Dream, Guru Guru im größeren Maße gab es vorher nicht und es machte zum ersten Mal deutlich, dass es jenseits des angloamerikanischen Raums auch eine eigenständige deutsche Popmusik gab. Und da sieht man halt diesen Auftritt von Amon Dül
Auf der Bühne sieht man dann auch Uschi Obermeier, die berühmte 60er-Jahre-Model-Ikone, die bei diesem Festival auch Rainer Langhans von der Kommune 1 kennenlernt. Und dann wurden sie ja so quasi das Dreampaar der APO dieser Zeit. Lebt denn noch der Kaiser? Der Kaiser ist verschollen. Der ist, keiner weiß, wo der ist. Der ist, ich habe Sachen aus seinem Nachlass, so, aber der ist wirklich weg vom Fenster. Man vermutet, dass er in der Anstalt ist, aber der ist nicht greifbar. Ich habe mal vor 12, 13 Jahren so sehr viele Sachen aus so einem gefunden, die aus seiner Provenienz waren. Sehr viele Widmungsexemplare von Timothy Leary und all so Sachen. Das stammte aus einer Robbe von so einem kleinen Dorf vor Köln, aber der ist, gilt wirklich offiziell als verschollen. Der ist nicht auffindbar. Wie alt wäre der heute? Der ist Jahrgang 41, Mitte 60, meine ich jetzt. Es war der erste Journalist, der auch Bücher über Popmusik gemacht hat, die auch ins Ausland übersetzt wurden, war also relativ einflussreich und hat dann sehr stark diese elektronische Musikszene, hatte eigene Plattenlabels gegründet namens Pilz und Ohr. Das waren die ersten Labels, wo so Bands wie Tangerine Dream veröffentlicht wurden. War insofern relativ wichtige Figur, aber ist dann ziemlich dem Drogen verfallen. Nannte sich dann später auch kosmische Kuriere, das Label. Also. Und wann ist das letzte Lebenszeichen von ihm? Also ich wollte, ich denke so Mitte 70er Jahre. Ja. So, das ist hier, also Essener Songtage war dann auch ein Skandalauftritt der Flo de Cologne, weil sie dann halt nackt aufgetreten sind. Das war damals halt natürlich einer der Gründe, warum dieses Festival nur einmal stattfinden konnte. Sollte eigentlich eine Reihe werden, das wurde dann... Ja, es wurde dann von der Stadt Essen, die das hochsubventioniert, die haben 100.000 Mark, das war für 68 enorm viel Geld. Ne? Das war ja nicht nur eine Veranstaltung, das war ja über die ganze Stadt verteilt, das war ja auch nicht nur Musik, das waren dann wirklich Workshops. Ne? So, und da waren auch dann, da gab es noch nicht diese Trennung zwischen Kunst und Musik. Also in der Veranstaltung, das war mein erstes Konzert, was ich gesehen habe, da war in der Grugerhalle, waren die Gänge und da gab es einen Fluxussammler, also Felisch aus Remscheid, der hat dann so silberemaillierte Brote verkauft. Und dann weiß ich, die Leute beschwerten sich darüber, dass sie, dass das Brot so hart sei. Ne? Das Thema Erotik und Sexualität spielt in der Literatur der 60er Jahre eine zunehmende Rolle. Das ist natürlich in der Zeit auch ein klassisches Tabuthema und schon deswegen möglicherweise auch für Brinkmann interessant. Es gibt eine ganze Reihe von Gedichten, die dezidiert auch erotischen oder pornografischen Inhalt sind. Der bekannteste ist sicherlich der sehr aufwendig erstellte Band Godzilla. Aufwendig deswegen, weil er nicht nur eine winzige Auflage von 200 Exemplaren hatte, wo wir jetzt 4 Exemplare von ausstellen, sondern weil er für das Jahr 1968 sehr aufwendig in Farbe gedruckt war, wo so Bikini-Schönheiten dargestellt sind. Und viele dieser Gedichte sind halt erotischer Natur. Eines dieser Gedichte heißt Andy Harlot Andy und ist eine Beschreibung eines Underground-Films von Andy Warhol. Den sieht man dann parallel dazu auf diesem Monitor. Brinkmann beschreibt im Grunde die Geschichte dieses Films und es zeigt eigentlich einen Transvestiten, der eine Banane ist. Dieses Bananenmotiv ist ja auch eine Ikone von Andy Warhol, taucht unter anderem auf dem berühmten ersten LP-Cover der Velvet Underground mit der abziehbaren Banane auf. Dieser Band von Die Raupenbahn ist auch schon ein früher Band. Das fand, das ist das erste Buch, was Brinkmann gut fand, was bei Kiepenheuer erschien, weil im Vergleich zu dem Band Umarmung ein ganz anderes Design war. Das fand er deswegen gut, weil er hier so ein BH-Modell von Rudi Gernreich abgebildet war. Das war so ein hipper Designer dieser Zeit. Und das wusste Brinkmann natürlich und das fand er eben halt zeitgeistmäßig. Und viele andere, durchaus arrivierte Künstler, haben sich mit diesem Thema Erotik, Sexualität befasst. Hier der heute noch bekannte Künstler Thomas Bayerle macht ja immer so serielle Arbeiten und hat hier das in Form von kopulierenden Paaren dargestellt. Und dieses Buch, ist ein Buch entstanden, auch im März Verlag erschienen, namens Feuer im Weizen. Wir haben ja jetzt schon häufiger den März Verlag erwähnt. Der März Verlag zeichnete sich dadurch aus, dass er zwar in dem Rückblick quasi als der prototypische 68er Verlag gilt,
aber mit Ausnahme ganz weniger Titel verkaufen diese Bücher sich nicht. Beziehungsweise erst ein paar Jahre später wurden Merz-Bücher bei anderen Verlagen unheimlich populär. Also ich gebe da ein paar Beispiele. Carlos Castaneda, dessen Bücher später in 100.000er Auflage bei Fischer Taschenbuch verlegt wurden, wurde erstmals vom Merz Verlag verlegt. Ken Kesey, das Buch Einer flog übers Kuckucksnest, kam 1972 in einer Auflage von 500 Exemplaren auf den Markt und verkaufte genau 63 Stück. Das waren eigentlich alles nur Zuschussgeschäfte. Das konnte der Schröder nur deswegen machen, weil er die Pornografie quasi als U-Boot nahm und damit eine Gegenfinanzierung hatte. Und diese Gegenfinanzierung schaffte er durch einen Lizenzvertrag mit der Pariser Olympiapress, die wir vorhin schon erwähnt haben. Und hier gibt es einen eigenen Olympiapressraum. Dadurch, dass es ein richtiger Pornografieverlag war, muss man natürlich das auch so präsentieren, dass auch die Essenz des Themas Sex einfach zum Ausdruck kommt. Und dass die Vitrinen sind wie eine Peepshow aufgebaut. Da muss man eine Münze einwerfen und dann darf man halt auf die Objekte der Begierde den einen oder anderen Blick werfen. Vielleicht ist noch bemerkenswert, dass es nicht nur Pornoliteraten waren, sondern durchaus bekannte Autoren, die durchaus einen Rang und Namen haben, wie Tschotschewitz und andere Autoren, die auch unter Pseudonym eben hier Bücher im Olympiapress Verlag veröffentlichen. Unter anderem der Jens Hagen, so unter dem Eigennamen, aber der Name Peroni, da verbirgt sich eben der Autor Tschotschewitz. Aber auch so Buchgestalter und Designer wie Rambo haben dort eigene Bücher verlegt. Was Jens Hagen auch? Jens Hagen, der hatte, da gab es auch einen Prozess, weil er dieses, der geile Staatsanwalt, das war auch im Grunde jemand, da gab es einen Prozess deswegen, weil es hier in Köln so eine Pornografiedebatte gab, da war der Henrik M. Broder noch an vorderster Front, was er heute nicht mehr wissen will, der war ja ganz stark an dieser Szenerie beteiligt und der Broder und dieser Staatsanwalt in Köln hatten sich da, gab es auch so ein paar Prozesse drum. Also hier diese Art von Gebetsmühlen, die wir hier aufgebaut haben, es sind eigentlich ein Buch in Einzelblattform und das ist ein erotisches Buch im Merz Verlag namens Lucys Lustbuch. Das ist 1971 veröffentlicht worden in einer hohen Auflage, 10.000 Stück, dann aber gleich beschlagnahmt worden aufgrund der Tatsache, dass halt bekannte Leute des öffentlichen Lebens dort abgebildet waren, wie Dieter Thomas Heck oder Roy Black, Franz Josef Strauß in einzüglichen Posen. Das brachte dem Jörg Schröder dann auch einen Prozess, einer von vielen, die er damals geführt hat, ein. Führte aber dann dazu, dass man sich einigte, indem man sagte, okay, wir stimmen der Vernichtung des Buches zu, dafür werden alle Verfahren einkassiert. Darauf hat er sich damals dann auch eingelassen. Dann waren nämlich gleichzeitig 6 oder 7 andere Verfahren los. Das ist wiederum für die bibliophilen Leute des März-Sammler-Klientels einer der Gründe, dass das eines der seltensten Bücher ist. Da gibt es wahrscheinlich nur noch ganz wenige Exemplare, die erhalten sind. Elvis oder ich weiß nicht, wie das ist. Roy Black, ne? Und das ist Elvis, ja. Ja, das ist Elvis, ja. Ich finde der Roy Black toll, ja. Geile Journalisten starren auf Lucys Lippen im Busen. Könnte man heute auch nicht machen, ne? Ach nein, das läuft ja heute alles unter. Das ist ja so harmlose. Boah, das ist ja lustig. Aber damals war das ja damals so ein. Wir sehen hier den Exit-Raum. Exit ist der Name einer Künstlergruppe in Köln. Dies besteht aus den Malern Henning John von Freien, Thomas Hornemann und Bernd Höppner. Diese drei Künstler haben sowohl für den Merz Verlag gearbeitet, aber auch eigene Produktionen gemacht. Man sieht hier eine Künstlermappe. Die ist ganz typisch im Stil so deutscher Pop-Art gehalten. Das heißt also, die haben natürlich ganz massiv auch den Einfluss amerikanischer Pop-Art ausgenutzt. Und die haben zusammen mit dem Brinkmann und Regula
auch eine Reihe eigener Publikationen herausgegeben. Die sieht man dann unter anderem in diesen Vitrinen hier. Es war ja damals auch die Hochphase, selbstständig verlegerisch tätig zu werden und sich nicht von den normalen Verlagen beeinflussen zu lassen. Und damals gab es die sogenannten Matrizendrucke. Das kennt man ja noch aus der Schulzeit, der eine oder andere. Also man sieht hier auch in der Vitrine und an der Wand Arbeiten für diese Gemeinschaftsproduktion von Brinkmann, Rügula und der Exit-Gruppe. Das ist die Zeitschrift Gummibaum und der fröhliche Tarzan. Das war halt die Zeit, wo man auch selbstständig versuchte, verlegerisch tätig zu werden und mit sogenannten Matrizendrucken so kleine Publikationsheftchen gemacht hat. Das waren kleine Auflagen, maximal 300 bis 400 Exemplare. Das ist der Grund, warum diese Hefte heute in den Sammlerkreisen natürlich auch gesucht sind, weil die Auflagen ja verschwindend klein sind. Thomas Hornemann hat uns eine Reihe von Originalzeichnungen zur Verfügung gestellt, die in diesen Heften auch tauchen. Man sieht hier auch ganz deutlich, dass er auch natürlich von solchen Dingen wie Comic-Kultur beeinflusst ist und solche Dinge einfach auch gerne aufgreift. Die Exit-Gruppe hatte darüber hinaus so eine kleine Galerie hier in Köln und lebte unter anderem auch von Raubdrucken. Das war ja auch die Zeit, wo man versuchte, den Kunstmarkt ein bisschen aufzumischen. Da hat man dann den Warhol-Siebdruck genommen, der schon etabliert war im Kunstmarkt, hat den einfach ein bisschen verkleinert, nochmal nachgedruckt und dann für kleines Geld dann einfach auch unter die Leute gebracht. Also hinter mir hängt die Künstlerzeitschrift Erwins. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von Rolf-Dieter Brinkmann, Rügula, Rolf Eckhard John und der Künstlergruppe Exit. Da gab es nur etwa 30 Exemplare, die heute auch praktisch unauffindbar sind. Selbst in der Rolf-Dieter Brinkmann-Gesellschaft in Vechte hat man kein Exemplar. Und hier findet man eine ganze Reihe von Arbeiten von Brinkmann-Kollaboration mit Rügula, die wirklich auch nur hier in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden sind. Das war im Grunde von der Künstlergruppe aus initiiertes Projekt, während die Zeitschrift Gummibaum und der fröhliche Tarzan eher von den Literaten ausgehen. Diesmal sind dann quasi die Künstler aktiv geworden und so hat sich das beides damals auf sehr kongeniale Art und Weise vermischt. Brinkmann war ja nicht nur ein wichtiger Literat, sondern er hat auch eine wichtige editorische Leistung vollbracht, indem er eine ganze Reihe angloamerikanischer Autoren erstmal im deutschen Sprachgebrauch publiziert hat. Das bekannteste Buch diesbezüglich ist sicherlich das Buch Acid, was man hier sehen kann. Es ist in der ersten Auflage das einzige Buch des März Verlags, was im schwarzen Cover erschien. Danach wurden die ja alle im berühmten Märzgelb gestaltet mit dem Lochstandscover. Das Buch Silver Screen kam ebenfalls im Jahr 1969 heraus, fasst amerikanische Lyrik zusammen. Und er hatte Autoren wie Ted Berrigan oder Frank O'Hara übersetzt und herausgegeben bei Kiepenheuer und Witsch respektive dem März Verlag. Rügula, sein Bekannter und Freund, hatte ein Jahr zuvor schon diese Anthologie Fuck You verlegt, die in kleiner Heftform schon 1967 herausgekommen ist. All das sind Publikationen, die erstmals in deutscher Sprache diese neue Szenerie aus Amerika speziell im deutschen Publikum bekannt gemacht hat. Also hier sehen wir Fotos von Rolf-Dieter Brinkmann nach dem kulturellen Aufbruch der 60er Jahre, von dem er sich dann um 1970 wirklich verabschiedet hat. Brinkmann geht dann eine Weile als Stipendiat der Villa Massimo nach Rom, wo dann die posthum veröffentlichten Werke wie Schnitte auch entstanden sind. Und hier allein an dem äußeren Bild, das Brinkmann auf diesen Fotos darbietet, wird deutlich, dass er sich von vielen Dingen nach verabschiedet hat. Der Professor Knipp, von dem diese Fotos stammen, hat das auch bestätigt. Brinkmann lebte damals sehr zurückgezogen und vor allen Dingen sehr abweisend, war also sehr auf Abstand bedacht. Und man sieht ihn hier immer im Anzug, Schlips und Kragen durch die Gegend laufen. Allein die Körpersprache ist mehr als deutlich, wenn man das zu der Eingangssequenz mit der Brigitte Friedrich 1969 in der Engelbertstraße vergleicht. Da sieht man, dass Brinkmann wirklich auf Abstand zu allem und jedem gegangen ist. Eine Weile auch wirklich intensiv versuchte, neue Wege zu beschreiten, die dann eigentlich im Grunde
letzten Endes mit seinem Tod 1975 bei einem Autounfall in London endeten. Man sieht hier in der Vitrine noch ein paar dieser Arbeiten, die in dieser Zeit entstanden sind. Posthum, also direkt im Jahr seines Todes, ist ja der berühmteste Gedichtband Brinkmanns veröffentlicht worden, Westwärts 1 und 2, für die er dann auch posthum den Petrarca-Preis bekommen hat. In der Zeit in Rom gab es einen kleinen Pressendruck, der von der Villa Massimo selber ediert wurde. Das zeigt schon sehr schön das, was er dann in Schnitte gemacht hat. Also im Grunde diese Collagentechnik wird hier erstmals auch öffentlich, weil Schnitte ist ja erst Ende der 80er Jahre herausgekommen. Aus dem Nachlass, den Marlene Brinkmann verwaltet, sind dann eben auch dieses Rom-Blicke entstanden und dieses Tagebuchbuch, was auch im Grunde ein klassisches Collagenbuch ist, die Erinnerungen für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand. Brinkmann war ja ein großer Leser, hat ja immer über den Verlag sich alles mögliche Sachen bestellt. Hier am UB-Ring jetzt diese, was jetzt der andere Buchladen ist, war ja früher die Buchhandlung Witsch, da hat er ja immer tonnenweise Bücher bestellt. Und da gibt es ja auch lustige Verlagskorrespondenten, wo sich der Verleger beschwert, er soll doch mal ein bisschen mal langsamer machen, das ging hier ja nicht an, dass er da tonnenweise Bücher bestellt. Und vieles davon, was er gelesen hat, ist dann wieder zum Antiquar Nibbe wahrscheinlich gewandert. Die kannten sich halt recht gut. Und hier sind ein paar Sachen, glaube ich, aus Cambridge, ist die letzte Postkarte vor seinem Tod, die er geschrieben hat, liegt hier auch in einer dieser Vitrinen. Es gab eine ganze Reihe von Autographen, die uns zugänglich waren, aber das ist ja immer eine rechtliche Grauzone. Man kann ja offiziell nichts ausstellen, was jetzt nicht veröffentlicht ist. Es gab unter anderem, das liegt in Fechter, ein komplettes großes Gedichtmanuskript. Da ist bis auf ein einziges Gedicht alles unveröffentlicht. Und zwar ist das das Gedichtmanuskript, was Brinkmann bei dem Herrn Wellershoff bei Kiepenheuer und Witsch eingereicht hat. Da sind auch die ganzen handschriftlichen Notizen von Wellershoff, da stehen daneben. Auch mit der Begründung, warum er zurzeit noch nicht so gut in der Lyrik sei und noch ein bisschen arbeiten müsse. Und wie gesagt, dieses Manuskript hätten wir auch ausstellen können, aber konnten das irgendwie nicht klären mit der Witwe, wollten ja jetzt eher da auch nicht irgendwie vorgreifen, deswegen haben wir darauf verzichtet. Also hier sieht man ein paar Gemälde von Brinkmanns Freund Henning John von Freind, der eben auch Mitglied dieser Künstlergruppe Exit war. Das sind alles Bilder, die mit der Engelbertstraße zu tun haben. Man muss wissen, dass Henning John von Freind damals im gleichen Haus wohnte wie Brinkmann. Und es zeigt einfach so ein paar Straßenimpressionen, hier so ein Blick heraus, den man hat auf das Köln der damaligen Zeit. Hier, das ist ein Bild aus dem Zimmer, wo Brinkmann häufig in diesem Sessel gesessen hat. Es gibt dort vorne auch ein Porträt von Brinkmann, wo er in diesem Sessel sitzt. Also Ansichten des Kölner Alltagslebens dieser Zeit. Also, wir sind hier in dem Raum des Merz Verlages, was direkt augenfällig wird an dem berühmten Merzgelb, was auch das Trademark-Erkennungszeichen dieses Verlages ist. Man sieht hier eine ganze Reihe von Publikationen aus der ersten Verlagsphase von 1969 bis 1972 in diesen Vitrinen ausgestellt. Das Design selber ist ja vom Verleger Jörg Schröder selbst entwickelt worden. Also nicht nur Verleger, Autor, vor allem ist er auch Buchgestalter und hat sicherlich da auch Kulturgeschichte in dieser Zeit geschrieben. Was man hier schnell erkennen kann, ist das breite Spektrum des Verlages. Es ging also nicht nur um neue Literatur wie Jan Krim, ein holländischer Autor, oder Ken Kesey, sondern der Verlag wurde natürlich auch berühmt für Fragen, neue Erziehungsprogramme, Stichwort antiautoritäre Erziehung. Es gab Reprints alter sozialistischer Klassiker wie von Lukács. Jörg Schröder wurde 1966 Geschäftsführer beim Melzer Verlag. Melzer Verlag war traditionell ein auf Judaica spezialisierter Verlag. Hochverschuldet, als Schröder dort anfing, und Schröder gelang es in kürzester Zeit, diesen Verlag zu sanieren, indem er das Verlagskonzept grundsätzlich änderte und ganz neue Titelaufnahmen wie Jack Kerouac, diesen Beat-Autor, Bücher machte über die holländischen Provos, Bücher machte über die Mai-Revolte 1968 in Frankreich
und viele andere Titel. Und vor allen Dingen auch, indem er das Buch Die Geschichte der O als erster in Deutschland verlegte, was ein riesiger Erfolg war. Und damals schon, Die Geschichte der O wurde von der Olympiapress gemacht in Paris, und da merkte Schröder sicherlich schon, mit dem Thema Sexualität lässt sich das eine oder andere finanziell auch machen. Und das war sicherlich eine wichtige Erfahrung, später dann auch den März Verlag gründen zu können. Was man hier dann sieht, sind so ein paar für uns heute im digitalen Zeitalter nicht mehr bekannte Dinge wie Klischeedrucker, also quasi die Druckplatten für Cover einiger Titel, aber auch einige Sachen, die dann gar nicht letzten Endes mehr erschienen sind. Es gab dann noch eine ganze Reihe von Besonderheiten dieses Verlags, der sich gern auch in verschiedenste Dinge gerne einmischt. Berühmt geworden ist die Lenin-Marke. Also die Deutsche Post hat natürlich ein Monopol auf die Erstellung von Briefmarken. Und Jörg Schröder meint, es wäre doch ein guter Anlass, mal zum Anlass des 100. Geburtstags von Lenin eine Briefmarke auf den Markt zu bringen. Die ist auch tatsächlich in einigen Exemplaren gelaufen. Man sieht ja hier ein paar frankierte Exemplare. Hat ihm aber einen Heidenärger mit der Post eingebracht, weil die Post versteht da überhaupt keinen Spaß. Und das war ein sehr teurer Spaß für den Verlag am Ende. Was auch eine Anekdote wert ist, ist natürlich ein großer Erfolg des Verlages, war das Stellungsbuch. Das waren auch unter Pseudonym, das war nämlich der Rambo, der bildende Künstler, und der Uwe Schmidt, die hier unter diesem Pseudonym veröffentlichten. Das war so Oswald Kolle-mäßig Sexstellungen dargestellt. Das war so genau die Aufklärungsepoche dieser Zeit. Das verkaufte sich 100.000 Mal, war auch wirklich einer der wenigen Titel, die sich wirklich gut verkaufen ließen. Es gibt davon eine japanische Ausgabe, die Äußerstellung, die haben wir hier, die haben wir leider nicht aufgeklappt, weil die ist insofern witzig, weil die Stellungen, die in diesem Buch abgebildet sind, sind auseinandergeklappt. Man sieht also auf der linken Seite die Frau und auf der rechten Seite den dazugehörigen Mann. Der Japaner, also das durfte in Japan dann veröffentlicht, weil der Japaner ist wohl fähig, sich das zusammenzudenken. Aber so funktioniert dieses Buch. Aber eine äußerst bibliophile Rarität, taucht auch nirgendwo so im ZVAB und anschließend im Antiquariatshandel ist es sehr selten. Hier sieht man noch auch ein paar Originalwerke von bildenden Künstlern. Also auch das sind auch diese Exit-Leute, die wir schon mal vorgestellt haben, die dann später dann auch auf dem einen oder anderen Cover Verwendung fanden. Also zum Beispiel diese Arbeit hier von dem Hornemann sieht man dann wieder hier auf dem Buch von Beckmann, meinen Sie, dass Georg verrückt ist. Auch eine Arbeit der Exit-Gruppe von Hornemann, das war die Originalarbeit für ein Buch, was nie erschienen ist beim März Verlag, wo es aber schon Druckklischees gab, wie hier dieses Buch, nämlich eine Anthologie, die Rolf Rainer Regula rausgeben sollte, die schnellste Pizza der Welt. Auch der Brinkmann hatte Gelder kassiert vom Verlag für ein Buch namens Omnibus, auch eine Anthologie, die ist auch nie erschienen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht gibt es da auch ein Druckklischee. Da war, ist die Produktion damals durchaus weit fortgeschritten gewesen, ist dann letzten Endes doch nicht realisiert worden. Hier so ein paar Acrylarbeiten, auch von der Exit-Gruppe. Dieses hier ist ja dann auch als Buchcover für dieses Rambo-Buch Doris verwendet worden. Das hier, dieses Schild, was hier an der Wand hängt, das ist relativ ungewöhnlich. Das ist eine Arbeit von Bason Brock, der ja als Medienprofessor, Ästhetikprofessor bekannt geworden ist. Der produzierte in den 60er Jahren sogenannte Literaturbleche. Und Schröder hat das anfertigen lassen für die Messepräsentation des Melzer Verlages 1967, und die Leute, das lag wirklich auf der Erde, die Leute sollten dann auch da drüber laufen. Das ging um die haptische Qualität der Erfahrbarkeit von Literatur. Es ging ja in der Zeit des großen Aufbruchs, musste alles irgendwie miteinander Körper und Geist verkoppelt werden.
Ja, wir sind hier jetzt in der Ausstellungshalle zu der Ausstellung Außerordentlich und Obszön, Rolf Dieter Brinkmann und die Popliteratur. Die Ausstellung ist hier in einem Kunsthaus Renania. Wir sind hier im Keller, das ist eine alte Mühle. Und die Betonarchitektur ist ein, wie wir finden, interessanter Reflex auf das Werk von Brinkmann. Und die Hassliebe, die ihn zu seiner Stadt Köln verbunden hat, kommt hier eigentlich auch durch die Architektur, glaube ich, ganz gut zum Ausdruck. Was wir jetzt hier sehen, diese Rondelle, das ist ein posthum veröffentlichtes Werk von ihm, das heißt Schnitte. Das ist Anfang der 70er Jahre entstanden in Rom, hier mit diesem Titelblatt. Und es zeigt eigentlich ganz schön den Weg, den Brinkmann gegangen ist, von der klassischen Literatur immer mehr zur bildenden Kunst. Wenn man das einfach mal verfolgt, das ganze Buch ist von vorne und von der Rückseite auch zu sehen. Brinkmann verarbeitet hier eigene Texte, aber auch literarische Texte von Goethe, Josef Conrad und anderen. Aber er verwendet halt auch viel so Postkartenmotive, Pornobildchen und auch klassische Werbemotive. Und dieses gleiche Prinzip von dieser Verwendung von Werbung findet man hier in diesen Arbeiten von der Margret Eicher und den Dieter M. Graef. Dieter M. Graef ist ein Lyriker gewesen, der jahrelang in Köln lebte, jetzt in Berlin ansässig ist. Und die Arbeit entstand im Jahr 2000. Die Margret Eicher hat einfach Werbung von bekannten Marken genommen, namens Gucci, Cartier und anderen, hat im Grunde die Werbetexte herausgeplottet und Dieter M. Graef gebeten, lyrische Texte für vorhandene Werbung hineinzusetzen. Das Ergebnis sehen wir hier, das sind insgesamt 22 Arbeiten, von denen wir hier 11 zeigen. Das Prinzip, das Bauprinzip ist also ganz ähnlich wie Brinkmann das 25 Jahre zuvor in Rom angewendet hat. Und das zeigt eigentlich diese Montagetechnik, wie diese Ausstellung auch insgesamt funktioniert, dass es nicht nur darum geht, eine klassische Literaturausstellung zu zeigen, sondern im Grunde Brinkmann in den Fokus zu nehmen als bildenden Künstler, als jemand, der beeinflusst ist von Politik, von Sex, von Drogenkultur, von Rockmusik, von Avantgarde-Film. Und dieses Schnittprinzip führen wir gleich fort, weil dann kommt quasi in den nächsten Räumen zwei Rückblenden. Wir sind jetzt hier in dem Raum, wo ein bisschen von den Vorbildern von William S. Burroughs, von Brinkmann beschrieben wird, nämlich die Beat Generation, speziell William S. Burroughs. Wir sehen hier einige Plakatbanner. Dieses Foto zeigt zum Beispiel den alten William S. Burroughs mit dem Regisseur David Cronenberg, sein Hauptwerk. Naked Lunch von Burroughs ist ja von Cronenberg verfilmt worden. Und auf der Wand gegenüber hier ein Foto aus den späten 50er Jahren oder etwa 1960 im Garten von Paul Bowles, dem Schriftsteller aus Amerika, mit ein paar Vertretern der Beat Generation. Man sieht dort hier Allen Ginsberg zum Beispiel, ein bekannter Lyriker, das ist Paul Bowles hier. Burroughs ist hier zu sehen, Gregory Corso ist auch ein amerikanischer Beat-Dichter. Peter Orlovsky ist der Geliebte von Allen Ginsberg, auch Lyriker gewesen. Hier rechts die Figur, relativ unbekannt, aber für Burroughs sehr wichtig. Ian Somerville, der hat ein Halluzinationsgerät entwickelt namens Dream Machine. Diese Leute haben ja sehr viel auch Experimente mit Drogen gemacht und das war ein Gerät mit halluzinogener Wirkung, ohne Drogen zu nehmen. Das ist ganz einfach zu konstruieren. Es ist ein Pappzylinder, der mit Löchern versehen wird, der läuft auf einem rotierenden Schallplattenspieler mit 78 Umdrehungen. Früher gab es ja noch Schellackplatten, die hatten ja noch eine schnellere Geschwindigkeit. Und da hing dann eine 100-Watt-Birne drin. Und durch diese Schlitze kamen dann Lichtblitze hinaus. Und man saß, eigentlich sitzt dann davor mit geschlossenen Augen. Und diese Lichtblitze kommen dann hier auf die, treffen dann die Augen. Und diese Blitze korrespondieren mit den Alphawellen im Gehirn. Und wir haben so einen Nachbau von diesem Gerät, das funktioniert auch tatsächlich. Man sieht also wirklich halt so verschiedene Muster und Patterns. Und das ist meistens in Ausstellungen immer ein guter Running Gag, weil die Leute immer gern davor sitzen und jeder erzählt, was er gerade sieht. Also es funktioniert tatsächlich und ist absolut auch nicht gesundheitsschädlich. Hier sieht man noch ein paar
Bücher dieser literarischen Bewegung. Die Beat Generation war ja die erste Literaturbewegung nach dem Zweiten Weltkrieg, die im Grunde gegen die Moralvorstellungen des American Way of Life verstieß. Und die wichtigsten Vertreter sind halt Jack Kerouac, Burroughs und Allen Ginsberg. Hier sind so ein paar frühe Ausgaben aus den 50er und 60er Jahren zu sehen. Hier sehen wir ein paar weitere Fotos zu William S. Burroughs. Wichtig ist vielleicht noch zu bemerken, der lebte ja jahrzehntelang nicht in Amerika, durfte dort auch nicht publiziert werden. Viele Literaten sind damals ja nach Nordafrika oder Paris gegangen, weil da gab es einen wagemutigen Verleger namens Maurice Girodias, der die Olympia Press leitete. Das war im Grunde ein Pornoverlag, der so kleine erotische Literatur in Taschenbuchformat für amerikanische Soldaten produziert. Aber eine ganze Reihe von Literaten wie Henry Miller, Beckett, Nabucco, Don Levy, Burroughs, die wurden da praktisch als erste verlegt. Insofern sind da durchaus Werke der Weltliteratur ediert worden. Hier sieht man zum Beispiel das erste Buch von Burroughs, was publiziert wurde, ist Naked Lunch. Das auch gilt als sein Hauptwerk. Das ist tatsächlich in so einer kleinen Taschenbuchausgabe herausgekommen, mit so Zeichnungen von seinem Freund Brian Geisin. Brian Geisin war Maler und war sicherlich der wichtige Impulsgeber, dass Burroughs auch diese traditionellen Formen der Literatur überwand und dann sich immer mehr den Bereichen so der visuellen Künste hingegeben hat. Das sieht man hier zum Beispiel an diesem Autograph von dem Brian Geisin. Das entwickelt sich von einer normalen Schrift immer mehr zu so einer kalligraphischen Typografie, wo es dann eigentlich nur noch um visuelle Gestaltung geht. Burroughs hat das aufgegriffen und dann selber solche collagenartigen Bücher entwickelt, wie wir sie später bei Brinkmann kennen, Schnitte. Hier ist eine Arbeit dann von Burroughs, die etwa 15 Jahre früher als Schnitte entstanden ist, also Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre. Das war drucktechnisch damals noch nicht zu realisieren und wurde dann erst in den 70er Jahren in so einer kleinen Auflage von 30 Exemplaren gedruckt. Dann kann man vielleicht hier nochmal auf zwei Fotos verweisen. Hier sieht man Burroughs mit Brian Geisin, der in diesem Kaftan aus Marokko angetan ist. Brian Geisin war, wie gesagt, Maler und von Brian Geisin kommt eben die wichtige literarische Methode des Cut-Up, also das Auseinanderschneiden und Neumontieren vorhandener literarischer Teile zu einem neuen Ganzen. Das ist eigentlich eine Methode, die in der bildenden Kunst spätestens mit Dada und den Surrealisten, also den Montage- und Collage-technisch, gab es schon seit Jahrzehnten, aber in der Literatur war das Ende der 50er Jahre in der Tat wirklich Neuland. Brinkmann ist Anfang der 60er Jahre nach Köln gekommen, ist ja gelernter Buchhändler und wollte hier in Köln als Schriftsteller auch wirklich Fuß fassen. Was wir hier an der Wand sehen, ist der junge, tendenziell erfolgreiche Autor Rolf-Dieter Brinkmann. Das ist eine Fotoserie von der Brigitte Friedrich, die heute eine der bekanntesten Literaturfotografinnen Deutschlands ist und mittlerweile über 600 Literaten auch fotografisch festgehalten hat. Das ist eine ihrer ersten größeren Auftragsarbeiten. Es zeigt Rolf-Dieter Brinkmann auf der Engelbertstraße hier in der Kölner Stadtmitte. Auf einigen Aufnahmen ist auch seine Frau Marleen zu erkennen. Und wer sich mit Brinkmann ein bisschen befasst hat, wundert sich, dass der junge Mann da relativ nett, sympathisch auch daherkommt, also mit einem etwas spitzbübischen Lächeln und auch durchaus sehr liebevoll mit seiner Frau auch umgeht. Und ich mache jetzt auf zwei, drei Dinge vielleicht aufmerksam. Das ist vor allen Dingen dieses Hemd, was Brinkmann hier trägt, das häufiger auch in seinen Schriften erwähnt werden, hatte er wohl in London erworben, aus der Carnaby Street. Also London galt ja damals auch ein bisschen als Zentrum der Jugendkultur. Swinging London war ja ein bekannter Begriff da. Und dieses Hemd, was Brinkmann hier trägt, taucht auch auf diesem Gemälde auf. Und dieses Gemälde stammt von seinem Freund Henning John von Freyend. Das ist ein Maler gewesen, der auch nach dieser Popphase auch mit Brinkmann freundschaftlich verbunden war. Und zu diesem Bild gibt es auch eine Anekdote.
Dieses Bild existiert in zwei Versionen. Das hatte der Verleger Jörg Schröder, der Gründer des Merz Verlags, von Henning John von Freyend gekauft. Brinkmann war damals sehr interessiert an diesem neuen Verlag, Merz Verlag, mit diesen berühmten gelben Büchern. Man wollte unbedingt auch bei Jörg Schröder landen. Und man kam dann auch in Kontakt und publizierte dort auch diese berühmte Anthologie Acid, mit der Brinkmann und Rigola ja 1969 auch bekannt geworden sind. Der Verleger kaufte das Bild von Henning John von Freyend, aber wie das häufig war in der Vita von Rolf-Dieter Brinkmann, gab es dann ein Zerwürfnis mit dem Verleger und Brinkmann wollte partout, dass dieses Bild, was sein Hemd zeigt, also wieder zurückkommt. Und das wollte der Herr Schröder natürlich nicht, schließlich hatte er 1000 Mark dafür bezahlt. Unter einem Vorwand wurde dann der Henning John von Freyend nach Frankfurt geschickt und gesagt, du bist mein Freund Henning, du musst sehen, dass das Bild wieder zurück. Das geht nicht, dass dieser Schröder das Bild behält. Und der Henning hat dann unter einem Vorwand, der Schröder war damals nicht in seinem Verlagsbüro, der Sekretärin das Bild wieder abgequatscht und mit dem Hinweis, es müssen neu gefirnisst werden, wie auch immer. Schröder kam von seiner Reise zurück und merkte, das Bild war nicht mehr da. Und rief dann Henning John von Freyend an und der musste dann kleinlaut auch zugestehen, er hätte das Bild ja auch nicht mehr. Und dann war Schröder schon sehr bald klar, das muss wieder bei Rolf-Dieter Brinkmann gelandet sein. Und Schröder sagte dann, ich möchte auf jeden Fall das Bild haben und wenn du das jetzt nicht mir wieder besorgst, dann musst du mir ein neues malen. Und das ist quasi die zweite Version dieses Bildes, die aus der Sammlung von Jörg Schröder ist und die andere Version ist im Besitz von der Marleen Brinkmann. Also Brinkmann kam, wie gesagt, Anfang der 60er Jahre nach Köln und versuchte sich dort als Schriftsteller zu etablieren und kam recht schnell auch in den Kontakt Kiepenheuer und Witsch. Damals war der Dieter Wellershoff, ein sehr bekannter Kölner Literat, Lektor. Brinkmann hatte zuvor erst ein Gedichtband veröffentlicht, quasi im Privatdruck, dieser Band, ihr nennt es Sprache. Wellershoff mochte aber Brinkmann vor allen Dingen nicht als Lyriker, sondern als Prosa-Schriftsteller und veröffentlichte einige Arbeiten von ihm. Es ist ganz bemerkenswert, dass Kiepenheuer diese frühen literarischen, lyrischen Versuche abgelehnt hat. Dann Brinkmann zog daraus die Konsequenz, dass die ersten Lyrikbände bei ganz kleinen Pressendrucken erscheinen konnten. Die Auflagen stehen hier zum Teil daneben, das sind teilweise nur 60 Exemplare oder 200 Exemplare. Und das ist einer der Gründe, warum die frühen Brinkmann-Bücher in bestimmten Kreisen halt sehr hoch gehandelt werden und äußerst selten sind. Dieses Exemplar hier ist ein Widmungsexemplar, das er Jörg Schröder geschenkt hatte. Das ist datiert mit einer Collage von Brinkmann aus dem Jahr 1967. Schröder war damals ein großes Vorbild hier für Brinkmann aufgrund seiner verlegerischen Tätigkeit. Die beiden kannten sich schon seit Anfang der 60er Jahre, weil Jörg Schröder in Köln Pressesprecher von Kiepenheuer und Witsch war. Und er wurde dann 1966 Verlagsleiter des Melzer Verlages. Der Melzer Verlag war eigentlich ein auf Judaika spezialisierter Verlag. Als Schröder den quasi übernahm, hatte das Programm radikal geändert und dezidiert auf diesen neuen amerikanischen Underground ausgerichtet. Und das kriegte natürlich Brinkmann mit und wollte unbedingt auch mit Schröder zusammenarbeiten. Und deswegen hat er wahrscheinlich ihm schon hier diese Collage mal geschenkt, weil er wollte, ich möchte nicht nur bei Kiepenheuer veröffentlichen, sondern halt auch bei Melzer Verlag. Was man aber hier sieht, sind eigentlich, dass diese Bücher tendenziell von der ästhetischen Gestaltung, sieht man jetzt mal von dieser zusätzlich eingeklebten Collage, sehr traditionell gestaltet sind. Brinkmann hatte damals schon ganz massive Auseinandersetzungen mit dem Verlag Kiepenheuer und Witsch um die Einbandgestaltung, die Typografie seiner Bücher. Und ein schönes Beispiel ist dieser Erzählband Erzählung. Da gibt es im Stadtarchiv, kann man auch nachlesen. Erbitterte Auseinandersetzungen mit dem Herrn Dumont, der damals der Geschäftsführer des Verlages war, wo er sich beschwerte, Brinkmann, dass das doch so langweilig gestaltet sei und Mitte der 60er solle man doch gefälligst doch die Bücher auch typografisch etwas im Stil der neuen Zeit
ausrichten und wie das dann aussehen könnte, sehen wir dann in der nächsten Vitrine. Ja, wie man hier schön erkennen kann in der Vitrine, hat sich das Design der Bücher so ab Mitte der 60er Jahre dann doch sehr geändert. Sicherlich auf das massive Drängen von Brinkmann. Man sieht hier ganz deutlich auch viele Einflüsse der amerikanischen Pop-Art. Berühmt geworden ist ja vor allem dieser Collageneinband zu dem Gedichtband Die Piloten, den Brinkmann selbst gestaltet hatte und bis heute der teuerste Einband geblieben ist, den der Verlag Kiepen und Witsch produziert hat. Das war auch ein Buch, was teilweise Comic-Motive verwendete. Daneben gibt es diesen Band Standfotos. Das ist ein sehr aufwendig gedruckter Band in 100 Exemplaren. Das ist eine Zusammenarbeit mit dem Künstler Carolus Lodenkämper. Da sind die Gedichte auf transparenten PVC-Folien gedruckt. Und das war so diese Art, wie Brinkmann eigentlich liebte, neue Wege zu beschreiten, im Grunde die traditionellen literarischen Gattungen hinter sich zu lassen und so auch ein bisschen den Zeitgeist zu spiegeln. Ich dachte vorhin, man wundert sich, wie freundlich er aussieht und wie lieber mit seiner Frau umgeht. So, für nicht Zeitgenossen oder nicht Brinkmann-Kenner. Nein, Brinkmann also galt immer so als ausgemachter Wüterich und jemand, der schwierig war im privaten Umgang. Also sagen wir es so einfach formuliert. Das war jetzt... Ja, ob das ein Image war, bin ja jetzt kein Psychologe, aber das kann man in der Literatur oder wenn man Zeitzeugen befragt, immer hört man dieses eigentlich. Und das ist halt eine ungewöhnliche Sequenz, die zeigt ihn recht entspannt, recht gelassen, recht freundlich, sehr... Ne? Sehr zugewandt und es gibt Fotos, die zeigen dann einen ganz anderen Brinkmann. Also was man hier sieht, sind eine Reihe von Fotos eines Polizeieinsatzes am Kölner Neumarkt. Der Neumarkt wurde damals als erste U-Bahn-Station 1968 gebaut. Eine U-Bahn war ja damals etwas ganz radikal Neues, auch für Kölner Verhältnisse. Und damals gab es in Köln eine unabhängige Filmgruppe, die nannte sich X-Queen. Das waren selber Filmemacher, aber teilweise auch Journalisten. Unter anderem war damals die Birgit Hein und der Wilhelm Hein, die sind beides Experimentalfilmemacher dabei. Und deren Anspruch war, dass sie die Filme, die im normalen Kino damals nicht zu sehen waren, nämlich so Experimental- und sogenannte Underground-Filme, dass man die im öffentlichen Raum zeigte. Und eine dieser Veranstaltungen fand damals halt bei der U-Bahn-Station im Neumarkt statt, die im Bau sich befand. Da wurden unter anderem damals Lars Brinkmann auch und bei dieser Veranstaltung wurden Filme der Wiener Aktionisten gezeigt. Und das nahm dann die Polizei zum Anlass, diese Veranstaltungen zu besetzen, eine Menge Leute zu verhaften. Der eine oder andere hat dann auch ein paar Blessuren davon getragen. Und das war einer der großen Kunstskandale dieser Stadt, weil diese Aktion, die zur Beschlagnahmung dieser Filme führten, war einer der großen Kunstskandale. Man sieht hier auch ein paar Aufnahmen, wo die Oper beispielsweise besetzt wird. Man sieht halt, wie gesagt, auch Brinkmann mitten innerhalb dieser Protestkundgebung. Und das zeigt eigentlich deutlich, dass das Brinkmann haben wir damals schon auch am Puls der Zeit war. Man sieht hier den berühmten Kulturdezernenten Hackenberg, eine ganz wichtige Figur für die Kölner Kulturgeschichte, der sich dezidiert auch für diese ganzen neuen Entwicklungstendenzen im Kulturbereich massiv eingesetzt hat und dem Köln eine Menge zu verdanken hat, was später, sagen wir, den berühmten Ruf der Stadt Köln als Kulturmetropole begründet hat und einer der wenigen Politiker war, die da auch weitsichtig genug waren, offensiv mit umzugehen. Daneben sind ein paar Leute hier, ich glaube, das ist der Kipp und der Goethe, das sind Leute, die später das SSK gründeten, also Leute, die aus dem Kölner SDS kam. Und das ist der Rolf Wiest hier rechts zu sehen. Das ist auch ein Journalist, der auch zu dieser X-Kring-Gruppe. Als Beispiel für einen dieser Experimental- und Underground-Filme läuft hier ein Film über Velvet Underground, eine Rockband aus New York, mit der Andy Warhol Mitte der 60er Jahre berühmte Multimedia-Shows gemacht hat. Die Schnitttechnik dieses Films sieht heute aus wie so ein Videoclip. Dann sieht man also MTV Viva, die ganze Ästhetik dieser Musikfernsehsendung verdankt sich von der Ästhetik ganz klar dem Experimentalfilm.
der 50er und 60er Jahre. Und wie gesagt, MTV ist ja erst 1982 an den Start gegangen. Solche Art von Filmästhetik war halt in den 60er Jahren, sah man weder im Fernsehen noch sonst auf normalen Leinwänden. Und das war der Grund, warum solche Filmexperimente und öffentliche Vorführstationen wichtig waren. Bringt man, wenn man sein Werk, speziell sein lyrisches Werk durchschaut, ist ja voller Anspielungen auf den Film. Viele Gedichttitel tragen ja auch den Namen von Hollywood-Schönheiten. Er selber hat dann auch angefangen, Filme zu drehen und ganz klar im Stil dieses New American Cinema, dieses amerikanischen Underground-Kinos. Ja, hier sieht man jetzt eine Fotofolge von Jens Hagen. Der hat Brinkmann aufgenommen, wie er mit einer 8mm Kamera auf der Hohe Straße filmt. Und Brinkmann hat sich dann auch in diesen Monaten des Jahres 68 eine Kamera zugelegt, weil er halt auch beeinflusst wurde von diesem neuen amerikanischen Underground-Kino. Und er hat das wie Leute wie Boris auch für sich entdeckt, die dann angefangen, eigene kleine Filme zu produzieren. Die sind manchmal auch in kleinen Kreisen gelaufen, auch auf der Frankfurter Buchmesse 1969, sind aber bis heute unpubliziert geblieben. Es gibt halt so ein paar Leute, die die schon mal gesehen haben, aber im Grunde muss man sich das vorstellen wie klassisches amerikanisches Kino dieser Zeit aus dem Underground. Im Grunde sind das Alltagssituationen, da hat er Partys abgefilmt und andere Situationen. Und das ist durchaus vergleichbar seinen lyrischen Arbeiten in der Zeit, wo es ihm ja unter dem Einfluss der amerikanischen Dichtung ging, auch halt Alltagssituationen literarisch umzusetzen. So ähnlich waren auch eben diese Filme gehalten. Sieht man aber keinen, die erhalten. Ja, die sollen in Berlin sein. Der Herr Bergmann soll die besitzen. Also der Regisseur. Ist genau, aber die, ja, ja. Und wir wollten die auch vorführen, aber er wollte das nicht. Schade. Zwei Fotos und ein Originalplakat thematisieren Brinkmanns Verhältnis, schwieriges Verhältnis zur Politik. Brinkmann ist 1968, 69 anlässlich des Wintersemesters nach dem Erfolg von seinem Roman Keiner weiß mehr an die Universität Köln für eine Lesung eingeladen worden. Das Plakat, das Originalplakat haben wir im Kölner Stadtarchiv gefunden. Das ist ja ein Unikat, ne? Da sieht man so einen Schablonendruck. Stammt aus dem Köln-Archiv, die einen Schwerpunkt linke Kultur haben. Und man sieht das hier auch auf diesen Bildern abgebildet. Das war für Brinkmann eine ganz wichtige Veranstaltung, weil die Veranstaltung ist gesprengt worden von Teilen des SDS. Und zwar waren das teilweise die Leute, die er auch gut kannte, der Kipp und der Goethe und so weiter. Und Brinkmann hat sich ja später in seinen Schriften immer ganz massiv gegen diese sogenannte Studentenbewegung zur Wehr gesetzt und hat die ja sehr kritisch dargestellt und möglicherweise liegt einer der Schlüsse eben in dieser Sprengung dieser Lesung begründet. Es geht zum Beispiel auch, es ist auch bekannt, dass Brinkmann die Konflikte mit seinem Verleger Jörg Schröder deswegen hatten bei Merz, weil Schröder gesagt hat, ich möchte das ganze Spektrum des Zeitgeistes abspielen. Das ist jetzt nicht nur die neue Literatur, das ist jetzt meinetwegen auch Drogenkultur, Fragen der Sexualität, das ist aber auch Politik. Und der Merz Verlag ist ja berühmt geworden, auch für dezidiert politische Bücher. Und das hatte der Brinkmann überhaupt nicht eingesehen, weil er hatte die große Hoffnung, wie Georg Schröder mal sagte, der glaubte tatsächlich, ich mache für den Verlag der Schriften von Rolf-Dieter Brinkmann. Aber nicht mit mir, meinte Schröder. Das vielleicht dazu. Hier auf diesem Foto sieht man einige seiner Weggenossen. Ralf Rainer Regula lebte damals schon wieder in Köln. Dieser Buchhändler, den Brinkmann auch schon Jahre zuvor in Essen kennengelernt. Eine ganz wichtige Figur, weil Regula derjenige war, der erstens besser Englisch konnte und der Brinkmann auch mit dieser ganzen Underground-Literatur aus London immer versorgt hatte, die ja für Brinkmann enorm wichtig war. Linda Pfeiffer lebte damals mit Regula zusammen am Brüsseler Platz in einer Kommune. Linda Pfeiffer ist die Frau von dem Maler Henning John und von Freien. Und da hinten sieht man dann noch den Bute, der machte diese Documenta-Wurst, so dieser ziemlich bekannter bildender Künstler. Also Brinkmann war durchaus in so einer Szenerie von so, was man heute Alternativkultur nannte und früher halt Underground-Kultur. Warum ist die gesprengt worden?
Das war ganz einfach. Damals sagte dann der SDS, es ist jetzt nicht mehr die Zeit, Literatur zu machen. Man muss auf der Straße kämpfen. Das war halt die Parole der Zeit. Es ist nicht mehr die Zeit, Gedichte zu schreiben. Das war die Meinung von bestimmten Teilen dieser Protestbewegung. Brinkmann experimentierte ja damals nicht nur mit neuen Medien wie dem Film, sondern war auch durchaus offen dafür, was im Bereich der Popmusik passierte. Und 67 ist ja so ein wichtiges Jahr, wo Popmusik sich auch im Erscheinungsbild komplett veränderte. Maßgeblich durch das Album der Beatles Sgt. Pepper wurde Popmusik ja anspruchsvoller, erwachsener. Und das wurde plötzlich als Medium auch für intellektuellere Kreise einfach interessant als Sujet. Es ist nicht von ungefähr, dass Leute wie Warhol dann um 1966, 67 auch die Zusammenarbeit mit Rockbands gesucht haben, weil sie der Auffassung war, ich kriege dadurch simpel auch eine breitere Öffentlichkeit. Brinkmann selber experimentierte mit diesen Formen. Es ist bekannt, dass er zum Beispiel Lesungen kombinierte mit Schallplatteneinspielungen. Solche Experimente hat er auch innerhalb des WDR vorgeführt. Hier finden wir zwei Fotos, die Brinkmann bei einer dieser happening-artigen Veranstaltungen zeigt, nämlich der sogenannten Underground Explosion, die im Frühjahr 1969 in der alten Sporthalle stattfand. Und da findet man auch wieder diesen Lothar Goethe, das ist derjenige, der auch die Veranstaltung eigentlich gesprengt hatte, neben ihm sitzen. Das war eine großartige Performance-Veranstaltung, also zeigte dort, es war keine klassische Rockmusikveranstaltung. Da traten dann neue deutsche Bands auf, wie ich glaube Guru Guru oder Amon Dül, eine berühmte deutsche Krautrockband. Aber es waren vor allem Leute wie Peter Weibel, der ist ja heute ein bekannter Medienprofessor. Wally Export war lange Jahre hier an der KM-Professorin. John Lennon, Yoko Ono sind da nicht aufgetreten, die auf dem Plakat standen. Das Ganze war im Grunde auch ein großes Happening. Man sieht hier den Auftritt von Paul und Limpe Fuchs. Die war damals angemalt, trat nackt auf. Einer der Gründe, dieses Plakat wurde damals polizeilich, durfte es nicht gehängt werden. Da sind auch deswegen nur wenige, wurde auch eingestampft, deswegen gibt es nur ganz wenige Exemplare. Gibt es auch im Stadtarchiv, wie überhaupt doch einiges im Stadtarchiv zu finden ist, was man normalerweise im Kölner Stadtarchiv nicht vermuten würde. Das ist vor allen Dingen einem Mann zu verdanken, der vor ein paar Jahren gestorben ist, Jens Hagen. Von dem stammen fast die meisten Fotos dieser Ausstellung. Jens Hagen ist ein Kölner Publizist gewesen. Politisch auch sehr aktiv gewesen in der linken Szenerie in den 70er und 80er Jahren. Aber damals in den End-60er Jahren war er wirklich mit seiner Kamera überall immer am Zentrum des Geschehens. Und das, häufig hat er halt auch Brinkmann bei diesen Veranstaltungen mit der Kamera eingefangen. Das Thema Popmusik spielte damals auch in Köln insofern eine wichtige Rolle, weil Köln nicht als Veranstaltungsort bekannt war, aber das waren relativ wichtige Bands hier. Ich erwähne da nur die Gruppe Can, die neben Kraftwerk sicherlich die wichtigste deutsche Band ist, international gesehen für die 60er, 70er Jahre. Damals gab es eine wichtige Musikzeitschrift, die hier gemacht wurde, nämlich Sounds, das ursprünglich ein Free Jazz Magazin. Später nach Hamburg gegangen ist, aber 1966, 67 hier in Köln gegründet worden ist. Und wir sehen hier ein paar Veranstaltungen hier in der Kölner Ladenstadt. Ein ganz frühes Konzert dieser Band Amon Dül. Dann so ein Aktionskünstler Manny Löhe sieht man hier. Und eine weitere Band, die damals relativ wichtig war in Köln, ist die Gruppe Flo de Cologne. Das ist eigentlich ursprünglich ein Studentenkabarett gewesen, die sich unter dem Einfluss der amerikanischen Rockmusik mit elektrischen Instrumenten ausstattet und dann ziemlich agitatorische Texte gemacht haben. Ein frühes Poster dieser Band von Herrn Giger, der ist ja später berühmt geworden durch den Alien-Film, aber das ist ja mehr als 10 Jahre vorher. Ein wichtiges Ereignis waren dann auch speziell mit Kölner Bezugsgrößen die sogenannten ersten Essener internationalen Songtage. Wir wurden eigentlich nur von Kölnern organisiert. Das ist das erste große, wichtige kontinentaleuropäische Musikfestival gewesen. Das wurde von Rolf Ulrich Kaiser, das ist ein Kölner Journalist gewesen, organisiert und es war quasi die Geburtsstunde der deutschen eigenständigen Rockmusik. Also Auftritte von Amon Dül, Tangerine Dream, Guru Guru im größeren Maße gab es vorher nicht und es machte er zum ersten Mal deutlich, dass es jenseits des angloamerikanischen Raums auch eine eigenständige deutsche Popmusik gab. Und da sieht man halt diesen Auftritt von Amon Dül
Auf der Bühne sieht man dann auch Uschi Obermeier, die berühmte 60er-Jahre-Model-Ikone, die bei diesem Festival auch Rainer Langhans von der Kommune 1 kennenlernt. Und dann wurden sie ja so quasi das Dreampaar der APO dieser Zeit. Lebt denn noch der Kaiser? Der Kaiser ist verschollen. Der ist, keiner weiß, wo der ist. Der ist, ich habe Sachen aus seinem Nachlass, aber der ist wirklich weg vom Fenster. Man vermutet, dass er in der Anstalt ist, aber der ist nicht greifbar. Ich habe mal vor 12, 13 Jahren so sehr viele Sachen aus so gefunden, die aus seiner Provenienz waren. Sehr viele Widmungsexemplare von Timothy Leary und all so Sachen. Das stammte aus einer Robbe von so einem kleinen Dorf vor Köln, aber der ist, gilt wirklich offiziell als verschollen. Der ist nicht auffindbar. Wie alt wäre der heute? Der ist Jahrgang 41, Mitte 60, meine ich jetzt. Das war der erste Journalist, der auch Bücher über Popmusik gemacht hat, die auch ins Ausland übersetzt wurden, war also relativ einflussreich und hat dann sehr stark diese elektronische Musikszene, hatte eigene Plattenlabels gegründet namens Pilz und Ohr. Das waren die ersten Labels, wo so Bands wie Tangerine Dream veröffentlicht wurden. War insofern eine relativ wichtige Figur, aber ist dann ziemlich dem Drogen verfallen. Nannte sich dann später auch kosmische Kuriere, das Label. Also. Und wann ist das letzte Lebenszeichen von ihm? Also ich wollte, ich denke so Mitte 70er Jahre. Ja. So, das ist hier, also Essener Songtage war dann auch ein Skandalauftritt der Flo de Cologne, weil sie dann halt nackt aufgetreten sind. Das war damals halt natürlich einer der Gründe, warum dieses Festival nur einmal stattfinden konnte. Es sollte eigentlich eine Reihe werden, es wurde dann... Ja, es wurde dann von der Stadt Essen, die das hochsubventioniert, die haben 100.000 Mark, das war für 68 enorm viel Geld. Ne? Das war ja nicht nur eine Veranstaltung, das war ja über die ganze Stadt verteilt, das war ja auch nicht nur Musik, das waren dann wirklich Workshops. Ne? So, und da waren auch dann, da gab es noch nicht diese Trennung zwischen Kunst und Musik. Also in der Veranstaltung, das war mein erstes Konzert, was ich gesehen habe, da war in der Grugerhalle, waren die Gänge und da gab es einen Fluxussammler, also Felisch aus Remscheid, der hat dann so silberemaillierte Brote verkauft. Und dann war es, die Leute beschwerten sich darüber, dass sie, dass das Brot so hart sei. Ne? Das Thema Erotik und Sexualität spielt in der Literatur der 60er Jahre eine zunehmende Rolle. Das ist natürlich in der Zeit auch ein klassisches Tabuthema und schon deswegen möglicherweise auch für Brinkmann interessant. Es gibt eine ganze Reihe von Gedichten, die dezidiert auch erotischen oder pornografischen Inhalt sind. Der bekannteste ist sicherlich der sehr aufwendig erstellte Band Godzilla. Aufwendig deswegen, weil er nicht nur eine winzige Auflage von 200 Exemplaren hatte, wo wir jetzt 4 Exemplare von ausstellen, sondern weil er für das Jahr 1968 sehr aufwendig in Farbe gedruckt war, wo so Bikini-Schönheiten dargestellt sind. Und viele dieser Gedichte sind halt erotischer Natur. Eines dieser Gedichte heißt Andy Harlot Andy und ist eine Beschreibung eines Underground-Films von Andy Warhol. Den sieht man dann parallel dazu auf diesem Monitor. Brinkmann beschreibt im Grunde die Geschichte dieses Films und es zeigt eigentlich einen Transvestiten, der eine Banane ist. Dieses Bananenmotiv ist ja auch eine Ikone von Andy Warhol, taucht unter anderem auf dem berühmten ersten LP-Cover der Velvet Underground mit der abziehbaren Banane auf. Dieser Band von Die Raupenbahn ist auch schon ein früher Band. Das fand, das ist das erste Buch, was Brinkmann gut fand, was bei Kiepenheuer erschien, weil im Vergleich zu dem Band Umarmung ein ganz anderes Design war. Das fand er deswegen gut, weil er hier so ein BH-Modell von Rudi Gernreich abgebildet war. Das war so ein hipper Designer dieser Zeit. Und das wusste Brinkmann natürlich und das fand er eben halt zeitgeistmäßig. Und viele andere, durchaus arrivierte Künstler, haben sich mit diesem Thema Erotik, Sexualität befasst. Hier der heute noch bekannte Künstler Thomas Bayerle macht ja immer so serielle Arbeiten und hat hier das in Form von kopulierenden Paaren dargestellt. Und dieses Buch ist ein Buch entstanden, auch im März Verlag erschienen, namens Feuer im Weizen. Wir haben ja jetzt schon häufiger den März Verlag erwähnt. Der März Verlag zeichnete sich dadurch aus, dass er zwar in dem Rückblick quasi als der prototypische 68er Verlag gilt,
aber mit Ausnahme ganz weniger Titel verkaufen diese Bücher sich nicht. Beziehungsweise erst ein paar Jahre später wurden Merz-Bücher bei anderen Verlagen unheimlich populär. Also ich gebe da ein paar Beispiele. Carlos Castaneda, dessen Bücher später in Hunderttausender Auflage bei Fischer Taschenbuch verlegt wurden, wurde erstmals vom Merz Verlag verlegt. Ken Kesey, das Buch Einer flog übers Kuckucksnest, kam 1972 in einer Auflage von 500 Exemplaren auf den Markt und verkaufte genau 63 Stück. Das waren eigentlich alles nur Zuschussgeschäfte. Das konnte der Schröder nur deswegen machen, weil er die Pornografie quasi als U-Boot nahm und damit eine Gegenfinanzierung hatte. Und diese Gegenfinanzierung schaffte er durch einen Lizenzvertrag mit der Pariser Olympiapress, die wir vorhin schon erwähnt haben. Und hier gibt es einen eigenen Olympiapressraum. Dadurch, dass es ein richtiger Pornografieverlag war, muss man natürlich das auch so präsentieren, dass auch die Essenz des Themas Sex einfach zum Ausdruck und dass die Vitrinen sind wie eine Peepshow aufgebaut. Da muss man eine Münze einwerfen und dann darf man halt auf die Objekte der Begierde den einen oder anderen Blick werfen. Vielleicht ist noch bemerkenswert, dass es nicht nur Pornoliteraten waren, sondern durchaus bekannte Autoren, die durchaus einen Rang und Namen haben, wie Chodkiewicz und andere Autoren, die auch unter Pseudonym eben hier Bücher im Olympiapress-Verlag veröffentlichen. Unter anderem der Jens Hagen, so unter dem Eigennamen, aber der Name Peroni, da verbirgt sich eben der Autor Chodkiewicz. Aber auch so Buchgestalter und Designer wie Rambo haben dort eigene Bücher verlegt. Was Jens Hagen auch? Jens Hagen, da gab es auch einen Prozess, weil er der geile Staatsanwalt, das war auch im Grunde jemand, da gab es einen Prozess deswegen, weil es hier in Köln so eine Pornografiedebatte gab, da war der Henrik M. Broder noch an vorderster Front, was er heute nicht mehr wissen will, der war ja ganz stark an dieser Szenerie beteiligt und der Broder und dieser Staatsanwalt in Köln hatten sich da, gab es auch so ein paar Prozesse drum. Also hier diese Art von Gebetsmühlen, die wir hier aufgebaut haben, es sind eigentlich ein Buch in Einzelblattform und das ist ein erotisches Buch im Merz Verlag namens Lucys Lustbuch. Das ist 1971 veröffentlicht worden in einer hohen Auflage, 10.000 Stück, dann aber gleich beschlagnahmt worden aufgrund der Tatsache, dass halt bekannte Leute des öffentlichen Lebens dort abgebildet waren, wie Dieter Thomas Heck oder Roy Black, Franz Josef Strauß in einzüglichen Posen. Das brachte dem Jörg Schröder dann auch einen Prozess, einer von vielen, die er damals geführt hat, ein, führte aber dann dazu, dass man sich einigte, indem man sagte, okay, wir stimmen der Vernichtung des Buches zu, dafür werden alle Verfahren einkassiert. Darauf hat er sich damals dann auch eingelassen. Dann waren nämlich gleichzeitig 6 oder 7 andere Verfahren los. Das ist wiederum für die bibliophilen Leute des März-Sammler-Klientels einer der Gründe, dass das eines der seltensten Bücher ist. Da gibt es wahrscheinlich nur noch ganz wenige Exemplare, die erhalten sind. Elvis oder ich weiß nicht, wie das ist. Roy Black, ne? Und das ist Elvis, ja. Elvis, ja. Ich finde Roy Black toll, ja. Geile Journalisten starren auf Lucys Lippen im Busen. Könnte man heute auch nicht machen, ne? Ach nein, das läuft ja heute alles unter. Das ist ja so harmlose. Boah, das ist ja lustig. Aber damals war das ja damals so ein. Wir sehen hier den Exit-Raum. Exit ist der Name einer Künstlergruppe in Köln. Dies besteht aus den Malern Henning John von Freien, Thomas Hornemann und Bernd Höppner. Diese drei Künstler haben sowohl für den Merz Verlag gearbeitet, aber auch eigene Produktionen gemacht. Man sieht hier eine Künstlermappe, die ist ganz typisch im Stil so deutscher Pop-Art gehalten. Das heißt also, die haben natürlich ganz massiv auch den Einfluss amerikanischer Pop-Art ausgenutzt. Und die haben zusammen mit dem Brinkmann und Regula
auch eine Reihe eigener Publikationen herausgegeben. Die sieht man dann unter anderem in diesen Vitrinen hier. Es war ja damals auch die Hochphase, selbstständig verlegerisch tätig zu werden und sich nicht von den normalen Verlagen beeinflussen zu lassen. Und damals gab es die sogenannten Matrizendrucke. Das kennt man ja noch aus der Schulzeit, der eine oder andere. Also man sieht hier auch in der Vitrine und an der Wand Arbeiten für diese Gemeinschaftsproduktion von Brinkmann, Rügula und der Exit-Gruppe. Das ist die Zeitschrift Gummibau und der fröhliche Tarzan. Das war halt die Zeit, wo man auch selbstständig versuchte, verlegerisch tätig zu werden und mit sogenannten Matrizendrucken so kleine Publikationsheftchen gemacht hat. Das waren kleine Auflagen, maximal 300 bis 400 Exemplare. Das ist der Grund, warum diese Hefte heute in den Sammlerkreisen natürlich auch gesucht sind, weil die Auflagen ja verschwindend klein sind. Thomas Hornemann hat uns eine Reihe von Originalzeichnungen zur Verfügung gestellt, die in diesen Heften auch tauchen. Man sieht hier auch ganz deutlich, dass er auch natürlich von solchen Dingen wie Comic-Kultur beeinflusst ist und solche Dinge einfach auch gerne aufgreift. Die Exit-Gruppe hatte darüber hinaus so eine kleine Galerie hier in Köln und lebte unter anderem auch von Raubdrucken. Das war ja auch die Zeit, wo man versuchte, den Kunstmarkt ein bisschen aufzumischen. Da hat man dann den Warhol-Siebdruck genommen, der schon etabliert war im Kunstmarkt, hat den einfach ein bisschen verkleinert, nochmal nachgedruckt und dann für kleines Geld dann einfach auch unter die Leute gebracht. Also hinter mir hängt die Künstlerzeitschrift Erwins. Das war ein Gemeinschaftsprojekt von Rolf-Dieter Brinkmann, Rügula, Rolf Eckhard John und der Künstlergruppe Exit. Da gab es nur etwa 30 Exemplare, die heute auch praktisch unauffindbar sind. Selbst in der Rolf-Dieter Brinkmann-Gesellschaft in Vechta hat man kein Exemplar. Und hier findet man eine ganze Reihe von Arbeiten von Brinkmann-Kollaboration mit Rügula, die wirklich auch nur hier in dieser Zeitschrift veröffentlicht worden sind. Das war im Grunde von der Künstlergruppe aus initiiertes Projekt, während die Zeitschrift Gummibaum und der fröhliche Tarzan eher von den Literaten ausgehen. Diesmal sind dann quasi die Künstler aktiv geworden und so hat sich das beides damals auf sehr kongeniale Art und Weise vermischt. Brinkmann war ja nicht nur ein wichtiger Literat, sondern er hat auch eine wichtige editorische Leistung vollbracht, indem er eine ganze Reihe angloamerikanischer Autoren erstmal im deutschen Sprachgebrauch publiziert hat. Das bekannteste Buch diesbezüglich ist sicherlich das Buch Acid, was man hier sehen kann. In der ersten Auflage, das einzige Buch des Merz Verlags, was im schwarzen Cover erschien. Danach wurden die ja alle im berühmten Merzgelb gestaltet mit dem Lochstandscover. Das Buch Silver Screen kam ebenfalls im Jahr 1969 heraus, fasst amerikanische Lyrik zusammen. Und er hatte Autoren wie Ted Berrigan oder Frank O'Hara übersetzt und herausgegeben bei Kiepenheuer & Witsch respektive dem Merz Verlag. Rügula, sein Bekannter und Freund, hatte ein Jahr zuvor schon diese Anthologie Fuck You verlegt, die in kleiner Heftform schon 1967 herausgekommen ist. All das sind Publikationen, die erstmals in deutscher Sprache diese neue Szenerie aus Amerika speziell im deutschen Publikum bekannt gemacht hat. Also hier sehen wir Fotos von Rolf-Dieter Brinkmann nach dem kulturellen Aufbruch der 60er Jahre, von dem er sich dann um 1970 wirklich verabschiedet hat. Brinkmann geht dann eine Weile als Stipendiat der Villa Massimo nach Rom, wo dann die posthum veröffentlichten Werke wie Schnitte auch entstanden sind. Und hier allein an dem äußeren Bild, das Brinkmann auf diesen Fotos darbietet, wird deutlich, dass er sich von vielen Dingen nach verabschiedet hat. Der Professor Knipp, von dem diese Fotos stammen, hat das auch bestätigt. Brinkmann lebte damals sehr zurückgezogen und vor allen Dingen sehr abweisend, war also sehr auf Abstand bedacht. Und man sieht ihn hier immer im Anzug, Schlips und Kragen durch die Gegend laufen. Allein die Körpersprache ist mehr als deutlich, wenn man das zu der Eingangssequenz mit der Brigitte Friedrich 1969 in der Engelbertstraße vergleicht. Da sieht man, dass Brinkmann wirklich auf Abstand zu allem und jedem gegangen ist. Eine Weile auch wirklich intensiv versuchte, neue Wege zu beschreiten, die dann eigentlich im Grunde
letzten Endes mit seinem Tod 1975 bei einem Autounfall in London endeten. Man sieht hier in der Vitrine noch ein paar dieser Arbeiten, die in dieser Zeit entstanden sind. Posthum, also direkt im Jahr seines Todes, ist ja der berühmteste Gedichtband Brinkmanns veröffentlicht worden, Westwärts 1 und 2, für die er dann auch posthum den Petrarca-Preis bekommen hat. In der Zeit in Rom gab es einen kleinen Pressendruck, der von der Villa Massimo selber ediert wurde. Das zeigt schon sehr schön das, was er dann in Schnitte gemacht hat. Also im Grunde diese Collagentechnik wird hier erstmals auch öffentlich, weil Schnitte ist ja erst Ende der 80er Jahre herausgekommen. Aus dem Nachlass, den Marlene Brinkmann verwaltet, sind dann eben auch dieses Rom-Blicke entstanden und dieses Tagebuchbuch, was auch im Grunde ein klassisches Collagenbuch ist, die Erinnerung für die Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand. Brinkmann war ja ein großer Leser, hat ja immer über den Verlag sich alles mögliche Sachen bestellt. Hier am UB-Ring jetzt diese, was jetzt der andere Buchladen ist, war ja früher die Buchhandlung Witsch, da hat er ja immer tonnenweise Bücher bestellt. Und da gibt es ja auch lustige Verlagskorrespondenten, wo sich der Verleger beschwert, er soll doch mal ein bisschen mal langsamer machen, das ging hier ja nicht an, dass er da tonnenweise Bücher bestellt. Und vieles davon, was er gelesen hat, ist dann wieder zum Antiquaren Nibbe wahrscheinlich gewandert. Die kannten sich halt recht gut. Und hier sind ein paar Sachen, glaube ich, aus Cambridge, ist die letzte Postkarte vor seinem Tod, die er geschrieben hat, liegt hier auch in einer dieser Vitrinen. Es gab eine ganze Reihe von Autographen, die uns zugänglich waren, aber das ist ja immer eine rechtliche Grauzone. Man kann ja offiziell nichts ausstellen, was jetzt nicht veröffentlicht ist. Es gab unter anderem, das liegt in Fechter, ein komplettes großes Gedichtmanuskript. Da ist bis auf ein einziges Gedicht alles unveröffentlicht. Und zwar ist das das Gedichtmanuskript, was Brinkmann bei dem Herrn Wellershoff bei Kiepenheuer und Witsch eingereicht hat. Da sind auch die ganzen handschriftlichen Notizen von Wellershoff, da stehen daneben. Auch mit der Begründung, warum er zurzeit noch nicht so gut in der Lyrik sei und noch ein bisschen arbeiten müsse. Und wie gesagt, dieses Manuskript hätten wir auch ausstellen können, aber konnten das irgendwie nicht klären mit der Witwe, wollten ja jetzt eher da auch nicht irgendwie vorgreifen, deswegen haben wir darauf verzichtet. Also hier sieht man ein paar Gemälde von Brinkmanns Freund Henning John von Freind, der eben auch Mitglied dieser Künstlergruppe Exit war. Das sind alles Bilder, die mit der Engelbertstraße zu tun haben. Man muss wissen, dass Henning John von Freind damals im gleichen Haus wohnte wie Brinkmann. Und es zeigt einfach so ein paar Straßenimpressionen, hier so ein Blick heraus, den man hat auf das Köln der damaligen Zeit. Hier, das ist ein Bild aus dem Zimmer, wo Brinkmann häufig in diesem Sessel gesessen hat. Es gibt dort vorne auch ein Porträt von Brinkmann, wo er in diesem Sessel sitzt. Also Ansichten des Kölner Alltagslebens dieser Zeit. Also, wir sind hier in dem Raum des Merz Verlages, was direkt augenfällig wird an dem berühmten Merzgelb, was auch das Trademark-Erkennungszeichen dieses Verlages ist. Man sieht hier eine ganze Reihe von Publikationen aus der ersten Verlagsphase von 1969 bis 1972 in diesen Vitrinen ausgestellt. Das Design selber ist ja vom Verleger Jörg Schröder selbst entwickelt worden. Also nicht nur Verleger, Autor, vor allem ist er auch Buchgestalter und hat sicherlich da auch Kulturgeschichte in dieser Zeit geschrieben. Was man hier schnell erkennen kann, ist das breite Spektrum des Verlages. Es ging also nicht nur um neue Literatur wie Jan Krim, ein holländischer Autor, oder Ken Kesey, sondern der Verlag wurde natürlich auch berühmt für Fragen, neue Erziehungsprogramme, Stichwort antiautoritäre Erziehung. Es gab Reprints alter sozialistischer Klassiker wie von Lukács. Jörg Schröder wurde 1966 Geschäftsführer beim Melzer Verlag. Melzer Verlag war traditionell ein auf Judaika spezialisierter Verlag. Hochverschuldet, als Schröder dort anfing, und Schröder gelang es in kürzester Zeit, diesen Verlag zu sanieren, indem er das Verlagskonzept grundsätzlich änderte und ganz neue Titelaufnahmen wie Jack Kerouac, diesen Beat-Autor, Bücher machte über die holländischen Provos, Bücher machte über die Mai-Revolte 1968 in Frankreich
und viele andere Titel. Und vor allen Dingen auch, indem er das Buch Die Geschichte der O als erster in Deutschland verlegte, was ein riesiger Erfolg war. Und damals schon, Die Geschichte der O wurde von der Olympiapress gemacht in Paris, und da merkte Schröder sicherlich schon, mit dem Thema Sexualität lässt sich das eine oder andere finanziell auch machen. Und das war sicherlich eine wichtige Erfahrung, später dann auch den März Verlag gründen zu können. Was man hier dann sieht, sind so ein paar für uns heute im digitalen Zeitalter nicht mehr bekannte Dinge wie Klischeedrucker, also quasi die Druckplatten für Cover einiger Titel, aber auch einige Sachen, die dann gar nicht letzten Endes mehr erschienen sind. Es gab dann noch eine ganze Reihe von Besonderheiten dieses Verlags, der sich gern auch in verschiedenste Dinge gerne einmischt. Berühmt geworden ist die Lenin-Marke. Also die Deutsche Post hat natürlich ein Monopol auf die Erstellung von Briefmarken. Und Jörg Schröder meint, es wäre doch ein guter Anlass, mal zum Anlass des 100. Geburtstags von Lenin eine Briefmarke auf den Markt zu bringen. Die ist auch tatsächlich in einigen Exemplaren gelaufen. Man sieht ja hier ein paar frankierte Exemplare. Es hat ihm aber einen Heidenärger mit der Post eingebracht, weil die Post versteht da überhaupt keinen Spaß. Und das war ein sehr teurer Spaß für den Verlag am Ende. Was auch eine Anekdote wert ist, ist natürlich ein großer Erfolg des Verlages, war das Stellungsbuch. Das waren auch unter Pseudonym, das war nämlich der Rambo, der bildende Künstler, und der Uwe Schmidt, die hier unter diesem Pseudonym veröffentlichten. Das war so Oswald Kolle-mäßig Sexstellungen dargestellt. Das war so genau die Aufklärungsepoche dieser Zeit. Das verkaufte sich 100.000 Mal, war auch wirklich einer der wenigen Titel, die sich wirklich gut verkaufen ließen. Es gibt davon eine japanische Ausgabe, die Äußerselung, die haben wir hier, leider nicht aufgeklappt, weil die ist insofern witzig, weil die Stellungen, die in diesem Buch abgebildet sind, sind auseinandergeklappt. Man sieht also auf der linken Seite die Frau und auf der rechten Seite den dazugehörigen Mann. Der Japaner, also das durfte in Japan dann veröffentlicht, weil der Japaner ist wohl fähig, sich das zusammenzudenken. Aber so funktioniert dieses Buch. Aber eine äußerst bibliophile Rarität, taucht auch nirgendwo so im ZVAB, und anschließend im Antiquariatshandel ist es sehr selten. Hier sieht man noch auch ein paar Originalwerke von bildenden Künstlern. Also auch, das sind auch diese Exit-Leute, die wir schon mal vorgestellt haben, die dann später dann auch auf dem einen oder anderen Cover Verwendung fanden. Also zum Beispiel diese Arbeit hier von dem Hornemann sieht man dann wieder hier auf dem Buch von Beckmann, meinen Sie, dass Georg verrückt ist. Auch eine Arbeit der Exit-Gruppe von Hornemann, das war die Originalarbeit für ein Buch, was nie erschienen ist beim März Verlag, wo es aber schon Druckklischees gab, wie hier dieses Buch, nämlich eine Anthologie, die Rolf Rainer Regula rausgeben sollte, die schnellste Pizza der Welt. Auch der Brinkmann hatte Gelder kassiert vom Verlag für ein Buch namens Omnibus, auch eine Anthologie, die ist auch nie erschienen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht gibt es da auch ein Druckklischee. Da war, ist die Produktion damals durchaus weit fortgeschritten gewesen, ist dann letzten Endes doch nicht realisiert worden. Hier so ein paar Acrylarbeiten, auch von der Exit-Gruppe. Dieses hier ist ja dann auch als Buchcover für dieses Rambo-Buch Doris verwendet worden. Das hier, dieses Schild, was hier an der Wand hängt, das ist relativ ungewöhnlich. Das ist eine Arbeit von Bason Brock, der ja als Medienprofessor, Ästhetikprofessor bekannt geworden ist. Der produzierte in den 60er Jahren sogenannte Literaturbleche. Und Schröder hat das anfertigen lassen für die Messepräsentation des Melzer Verlages 1967, und die Leute, das lag wirklich auf der Erde, die Leute sollten dann auch da drüber laufen. Das ging um die haptische Qualität der Erfahrbarkeit von Literatur. Es ging ja in der Zeiten des großen Aufbruchs, musste alles irgendwie miteinander Körper und Geist verkoppelt werden.